Wir haben den Tag in drei Blöcke eingeteilt. Zu Beginn wird der Erzbischof etwas erzählen aus von der Intention, aus der heraus er die Kommission eingerichtet hat und was bis jetzt erreicht wurde. Das wird dann noch konkretisiert von Frau Dr. Moseller und Professor Stried. Im zweiten Teil stellt die Arbeitsgruppe Gefährder ihre Arbeitsweise und ihre Zwischenergebnisse vor und als letztes dann die Arbeitsgruppe Aktenanalyse. Wir würden Sie bitten, nur jeweils nach diesen drei Blöcken erstmal Nachfragen zu stellen, Zwischenfragen zu stellen und ganz am Ende ins allgemeine Gespräch einzusteigen. O-Töne können Sie dann anschließend noch, wie gewünscht, abnehmen. Die meisten der Texte, ich sage das dann noch jeweils dazu, finden Sie in der Pressemappe, damit auch die etwas komplizierteren Zusammenhänge gut nachvollzogen werden können. Wir streamen die ganze Veranstaltung hier live ins Netz, damit Sie das auch wissen. Also wir sind jetzt online und werden den Termin auch anschließend im Internet verfügbar machen. Trinken Sie genug im Laufe des Tages. Das ist nicht der kühlste Raum im Haus hier, haben wir schon festgestellt. Und ja, kleiden Sie sich auch entsprechend bequem, ziehen Sie Rotti-Jackets aus, wenn Sie mögen. Das soll genug der Vorrede sein und ich würde gern das Wort an unseren Erzbischof Herrn Burger übergeben. Vielen Dank, Herr Dr. Herder, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Herzlichen Dank Ihnen, dass Sie heute sich die Zeit nehmen, zu dieser Vorstellung zu kommen, Vorstellung der Arbeit der Kommission Macht und Missbrauch. Danke, dass Sie diese Einladung angenommen haben. Vor gut 10 Monaten haben die Ergebnisse der sogenannten MHG-Studie zu einer erneuten Aufmerksamkeit der katholischen Kirche geführt. Und diese Ergebnisse haben ja eine Glaubwürdigkeitskrise, einen enormen Vertrauensverlust zur Folge, der uns auch hier im Erzbistum Freiburg tagtäglich, ja bis heute beschäftigt. Zu Recht erfährt die Kirche Kritik, dass sie mit ihrem hohen moralischen Anspruch niemals Missbrauch durch Kleriker hätte dulden, vertuschen, bagatellisieren dürfen. Zu Recht wurde die Kritik umso lauter, nachdem bereits 2010 deutlich wurde, dass sich die Kirche an so vielen Menschen schuldig gemacht hat. Manche mögen sich fragen, welche Konsequenzen in den letzten 9 Jahren im Blick auf die Aufarbeitung wirklich gezogen worden sind. Wurde den Betroffenen ausreichend geholfen? Wurden die Täter zur Rechenschaft gezogen? Wie gestaltete bzw. wie entwickelte sich die Präventionsarbeit? Und diese Fragen sind ja mehr als berechtigt. Dies sind Fragen, denen wir uns auch im Erzbistum Freiburg zu stellen haben. Sicherlich, man hätte schon früher und mit mehr Nachdruck an der Aufarbeitung, Aufklärung arbeiten sollen. Jedenfalls hat die Veröffentlichung der Ergebnisse der MHG-Studie klargemacht, dass ein eindeutiger Handlungsbedarf besteht und eine Aufarbeitung keinen Aufschub mehr zulässt. Und mir ist es wichtig, dass mit vereinten Kräften schonungslos aufgeklärt wird. Es geht nun darum, dass Betroffene die Unterstützung erhalten, die sie brauchen und die wir ermöglichen können. Dies habe ich im Herbst letzten Jahres angekündigt. Erst wenn wir es als Kirche schaffen, dass wir unseren Worten entsprechend handeln, können wir hoffen, irgendwann auch Vertrauen zurückzugewinnen. Es ist ein langer, ein mühsamer Weg, den ich aber bewusst und weiterhin gehen möchte. Direkt dann nach der Pressekonferenz am 28. September 2018 habe ich eine Kommission eingerichtet, die mich auf diesem Weg begleiten und beraten soll. Und von Beginn an war es mir dabei wichtig, dass es keinerlei Zensur gibt und dass die Mitglieder in ihrer Arbeit keine Rücksicht auf den Schutz meiner Person, der Kurie oder der Institution Kirche nehmen. Dementsprechend ehrlich und offen wird auch in den Sitzungen gesprochen. Dementsprechend direkten Zugang bekommen die Mitglieder zu den Dokumenten und den Akten. Der ungeschönte Blick zeigt, wie umfassend das Versagen seitens der Institution Kirche war und wie viel Arbeit auch noch vor uns liegt. Zwar wurde einerseits schon einiges in die Wege geleitet, wir stehen aber an vielen Stellen auch noch am Anfang. Vorwegzunehmen ist dabei, dass seit 2010 auch schon viel erreicht wurde. Ich denke hier insbesondere an all die Haupt- und Ehrenamtlichen in Freiburg und in der Fläche, die sich um Prävention bemühen, Schulungen organisieren und Beratungen anbieten.
Diesen Einsatz möchte ich hier auch noch einmal hervorheben und dafür bin ich auch sehr dankbar. Der Präventionsbereich wird stetig ausgebaut und auch die Schulungen zum grenzachtenden Umgang wurden nun bis auf Leitungsebene durchgeführt. Die Arbeit der Kommission ist hingegen insbesondere auf die strukturelle Analyse von Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche, explizit in unserer Erzdiözese, ausgerichtet. Dabei ist es mir ein besonderes Anliegen, die Perspektive der Betroffenen zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen zu machen. Ich habe in der Pressekonferenz damals angekündigt, dass ich mich mit Betroffenen des sexuellen Missbrauchs treffen möchte. Diese Treffen und Gespräche finden seither statt. Und ich kann nur betonen, dass ich auch für diese Begegnungen sehr dankbar bin. Eine Vorstellung von der Schwere, Dimension und den Folgen des sexuellen Missbrauchs kann man sich nicht machen, nicht ansatzweise. Erst die persönlichen Begegnungen schaffen es, den Blick dafür zu schärfen, die Schicksale wahr und ernst zu nehmen. Ich selbst bin hier Lernender in diesen Gesprächen und ich danke auch an dieser Stelle all den Betroffenen, die mit ihrer Offenheit selbst an dem Aufklärungsprozess aktiv mitwirken. Denn diese Gespräche nehmen direkt und indirekt Einfluss auf die Arbeit der Kommission. Beispielsweise die jüngste Aufforderung an Pfarrer und Dekane der Erzdiözese, dass Priester, Ordensangehörige im Ruhestand, im Urlaub oder aus anderen Diözesen und Ländern bei Übernahme von Tätigkeiten ab sofort an das Ordinariat gemeldet werden müssen. Das ist Folge aus den unermüdlichen Hinweisen von Betroffenen, insbesondere aus dem Kontext des Missbrauchs in der Birnau. Dann die Ordnung in Anlehnung an den Gedanken des staatlichen Opferentschädigungsgesetzes, die ich für die Erzdiözese Freiburg angekündigt habe. Das ist ebenfalls eine direkte Konsequenz aus den Gesprächen mit den Betroffenen und der Konfrontation mit den realen Folgen von Missbrauch. Sexueller Missbrauch an Minderjährigen hat lebenslange Folgen und kann die Existenz sowohl beruflich als auch gesundheitlich stark beeinträchtigen. Diese Verantwortung will ich für die Erzdiözese wahrnehmen. Herr Rechtsdirektor Reinhard Wilde, der dieses Modell für die Erzdiözese arbeitet, wird die Ordnung im Anschluss noch vorstellen. Auch die bisher noch nicht veröffentlichten Entschlüsse zur Einrichtung eines Beraterpools, um Betroffene in der Suche nach geeigneten Therapeuten zu unterstützen, und die Etablierung eines Betroffenenrates der Erzdiözese sind jüngste Resultate, die nicht zuletzt durch die Gespräche mit den Betroffenen selbst angeregt wurden. Der zweite Schwerpunkt der Arbeit der Kommission Macht und Missbrauch liegt in der Analyse von Täterstrategien und einer weiteren Verbesserung der Prävention bei Klerikern. Wie Sie der Grafik in Ihren Pressemappen entnehmen können, rollen wir diese Thematik in der Arbeit quasi von hinten auf. So war und ist es die dringlichste Aufgabe, dass die großen und besonders schweren Fälle des Kindesmissbrauchs durch Kleriker in der Erzdiözese Freiburg endlich aufgeklärt werden und auch die Frage nach Mitverantwortlichen gestellt wird. Eine Decke des Schweigens hat auch nach den eigentlichen Übergriffen weiterhin Leid produziert. Wegschauen und Bagatellisieren hat zu Misstrauen, Angst und Aggression geführt. Nur dort, wo bestmöglich aufgeklärt wird, jahrzehntealte Fragen beantwortet werden und Verantwortung übernommen wird, kann vielleicht ein Prozess der Verarbeitung beginnen. Deswegen war es erstes und zentrales Anliegen der Kommission, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die aus externen Experten aus Justiz und Kriminalpolizei bestehend diese Fälle aufarbeitet. Die Arbeitsgruppe Machtmissbrauch und Aktenanalyse wird später durch Herrn Oberstaatsanwalt AD Edgar Wilwock vorgestellt werden. Ein nächster Schritt im Bereich der Kleriker war der Blick auf die lebenden Beschuldigten, deren Taten länger zurückliegen und die sich weiterhin in der Erzdiözese Freiburg aufhalten oder ihrem Dienst versehen und im Dienst der Diözese stehen. Wie angekündigt, habe ich veranlasst, dass die Fälle der lebenden Beschuldigten erneut überprüft werden, gerade weil die Institution allzu oft zum Schutz der Täter gehandelt hat, weil Missbrauch nicht immer angezeigt wurde.
Es ist mir persönlich wichtig, dass durch diese erneute Überprüfung einerseits die Menschen in unserer Erzdiözese bestmöglichst geschützt werden, aber auf der anderen Seite auch die Kleriker mit ihren je eigenen Problemen die bestmögliche Hilfe und Unterstützung erhalten. Keiner soll zum Täter werden, weil er mit seinen Problemen allein gelassen wurde oder keine Hilfe angeboten bekommen hat. So hat einerseits das erzbischöfliche Offizialat eine weitere Prüfung unternommen und einige Fälle trotz zum Teil Verjährung, Ruhestand oder Taten unterhalb strafrechtlicher Relevanz nach Rom gemeldet. Andererseits hat die Arbeitsgruppe Gefährder anhand von Aktenzusammenfassungen alle Fälle der lebenden Beschuldigten durchgearbeitet, analysiert und Empfehlungen ausgearbeitet. Dazu werden die Psychologin Frau Gisela Hogeback und der Psychologe und Kriminologe Herr Prof. Dr. Helmut Kuri gleich noch ihre Arbeit erläutern. Die Aufgaben mit Blick auf die von der MHG-Studie genannten 14,3 Jahre, die bei Tätern durchschnittlich zwischen Weihe und Ersttat liegen, nach welchem Kleriker in Gefahr stehen könnten, zu Tätern zu werden, und die Analyse und weitere Verbesserung der Priesterausbildung sollen und werden genau auf den Analysen und Ergebnissen dieser beiden Arbeitsgruppen aufbauen und sind auch schon aktuell Schwerpunkte in der Arbeit der Kommission. Selbstverständlich werden wir auch hier über neue Konsequenzen und Entwicklungen informieren. Zuletzt möchte ich mein Wort noch einmal direkt an die Betroffenen und Angehörigen und alle Gläubigen wenden. Was geschehen ist, ist unentschuldbar. Diese Schuld wird an den Tätern, den Verantwortlichen und auch an uns als Kirche, als Institution haften bleiben. Weder durch Geld, noch durch Aufklärung und auch nicht durch andere Formen der Anerkennung kann dieses Versagen und dieses Leid, das so vielen Menschen zugefügt wurde, ungeschehen gemacht werden. Ich will aber betonen, dass es mir persönlich ein großes Anliegen ist, an den Fragen und Aufgaben, die daraus resultieren, dran zu bleiben. Transparente Kommunikation, konsequente Aufklärung und Überprüfung bei Verdachtsfällen und Fokussierung auf den Schutz von Menschen, die uns anvertraut sind, das ist der Weg, den wir für die Erzdiözese beschritten haben und den wir auch weiterhin gehen werden, damit Missbrauch aufgeklärt und in Zukunft bestmöglich verhindert wird. Und ich weiß, dass Sie alle auch mit Hinweisen, mit Kritik, mit Ihrer Berichterstattung dabei helfen, dass dies gelingen kann. Nicht umsonst schreibt er auch der Apostel Johannes in seinem Evangelium, die Wahrheit wird euch frei machen. Dieser Wahrheit sind wir als Kirche aufgrund der Frohbotschaft Jesu verpflichtet. Und ich danke allen, die hier mitwirken, mitarbeiten, allen Kommissionsmitgliedern, allen Mitgliedern in den Arbeitsgruppen für ihr Engagement, dieser Wahrheit aufzuhelfen, sie transparent zu machen und damit auch die Frohbotschaft wieder glaubwürdig in diese Gegenwart und Zeit hineintragen zu können, durch ihr Mittun, durch ihr Wirken. Ihnen allen herzlichen Dank. Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Erzbischof. Erzbischof Burger hat schon angesprochen, dass aus der Arbeit der Kommission die Anregung entstand, eine kirchliche Anerkennungs- und Unterstützungsordnung zu entwerfen. Das ist jetzt geschehen und Sie sind die Ersten, die davon Kenntnis bekommen. Herr Rechtsdirektor Wilde wird uns nun vorstellen, was man sich konkret unter einer solchen Ordnung vorzustellen hat. Kann man mich? Nein, noch nicht. Wo macht man es an? Es ist an. Hört man mich? Nein, es ist nicht für hier drin. Alles klar. Gut. Das. Danke. Ja, meine Damen und Herren, wenn es jetzt um diese Ordnung geht, dann werde ich immer wieder das Wort der Kompensation verwenden und ich möchte vorweg betonen, dass das Leid, was verursacht worden ist, natürlich nicht ansatzweise, der Erzbischof hat es eben auch zum Ausdruck gebracht, im Sinne einer echten Kompensation wieder gut gemacht werden kann. Das ist eine für mich sehr wichtige Vorbemerkung. Die Erzdiözese oder auch alle deutschen Diözesen haben ja bereits Regelungen und Verfahrensweisen, um zu kompensieren. Das sind insbesondere die
Zahlungen in Anerkennung des Leids und die Erstattung von Therapiekosten. Wir haben hier jetzt entschieden, die Formen der Kompensation auf vier Füße, auf vier Säulen zu positionieren. Dies ist einmal wie bisher die Zahlung einer Leistung in Anerkennung des Leids. Neu ist die laufende Unterstützung im Fall der Bedürftigkeit als Folge erlittenen Leids. Die Übernahme der Therapiekosten ist der dritte Bereich. Und neu ist die Einrichtung einer diözesanen Stelle für Begleitung und Begegnung. Von den Grundaussagen her ist es wie bisher. Es werden durch diese Ordnung keine Rechtsansprüche begründet und auch kein Rechtsweg eröffnet. Die Leistungen sind darüber hinaus grundsätzlich nachrangig gegenüber solchen nach staatlichem Recht. Allerdings enthält die Ordnung in § 1 Absatz 4, die Ordnung liegt Ihnen ja vor, eine Ausnahme für Fälle der Unzumutbarkeit, dass der Betroffene, die Betroffene den staatlichen Rechtsweg in Anspruch nimmt. Vom Verfahren her geht die Erzdiözese einen etwas neuen Weg. In der Regel ist die Gesetzgebung bei uns ein rein innerkirchlicher Vorgang unter Beteiligung bestimmter Gremien. Am Ende setzt der Erzbischof das Gesetz, die Ordnung in Kraft. Hier handelt es sich um einen Vorschlag der Kommission. Es ist bereits diskutiert worden. Es ist stark Frau Dr. Mosella als Missbrauchsbeauftragte mit ihrer Expertise zu Wort gekommen. Wir haben uns bereits mit einem Opfer über die Ordnung unterhalten. Und uns war es jetzt wichtig, diesen rein innerkirchlichen Vorgang auch nach außen zu geben und transparent zu werden und zur Diskussion zu stellen. Deswegen liegt Ihnen überschrieben als Entwurf dieser heute vor. Wie geht es dann weiter? Der Entwurf wird weiter diskutiert, erweitert, verbessert. Es werden die erforderlichen kirchlichen Gremien einbezogen werden. Und geplant ist die späteste, wenn es früher geht, ist es gut, Inkraftsetzung am 01.01.2020. Inhaltlich ist die Ordnung zunächst mal so aufgebaut, dass als Grundlage für die dort vorgesehenen Leistungen immer zuerst das Verfahren zur Gewährung einer Leistung in Anerkennung des Leids erfolgt sein muss. Das läuft wie bisher über die zentrale Koordinierungsstelle in Bonn nach den entsprechenden Regelungen. Wenn das Verfahren positiv beschieden ist, besteht der Zugang zu den weiteren Formen der Wiedergutmachung nach dieser kirchlichen Ordnung. Was ist nun neu, inhaltlich? Zum einen haben wir uns entschieden, selbst für lange zurückliegende Taten den Maßstab des heute geltenden Strafrechts anzuwenden in der Beurteilung. Neu ist in dieser Form die ausdrückliche Einbeziehung Taten körperlicher Gewalt, sofern die Möglichkeit einer sexuellen Motivation des Beschuldigten oder der Beschuldigten nicht ausgeschlossen erscheint. Neu ist dann ganz besonders im Leistungsbereich die laufende Unterstützung als Ausdruck des Gedankens der Entschädigung, allerdings beschränkt auf Fälle der Bedürftigkeit als Folge des erlittenen Leids. Und hier gibt es natürlich jetzt eine Frage, an der wir auch intensiv arbeiten, nämlich die Frage, was ist dann Bedürftigkeit im Sinne dieser Ordnung? Paragraph 2 Absatz 9 definiert das wie folgt. Eine Bedürftigkeit im Sinn dieser Ordnung liegt vor, wenn der, die Betroffene über einen Nettobetrag für seinen Lebensunterhalt lediglich bis zur Höhe der Pfändungsfreigrenze nach der Zivilprozessordnung verfügt. Uns war es wichtig, nicht sozusagen auf dem Sozialhilfeniveau anzusetzen, sondern die Marge etwas höher zu setzen. Und da erschien uns die Dogmatik oder Systematik der Pfändungsfreigrenzen, die sich ja auch an der Frage von Unterhaltspflichten und Ähnlichem orientiert, dann zu orientieren. Neu ist auch eine Öffnungsklausel bei den Therapiekosten,
Paragraph 6 Absatz 3. Die Therapiekostenverfahrensweise ist auch schon bewährt, auch mit Vorgaben der Deutschen Bischofskonferenz. Aber wir haben von Opfern gesagt bekommen, zum Teil reichen die dort genannten 50 Sitzungen zum Beispiel nicht aus. Gerade im Traumabereich ist das ein Problem. Und deswegen können wir nach dieser Ordnung nach oben hin zugunsten der Opfer abweichen. Eine weitere Erneuerung ist auch, und auch diese Anregung kam von Opferseite oder Betroffenenseite, die Erstattung von Überbrückungsmaßnahmen, bis ein endgültiger Therapieplatz erlangt worden ist. Das ist nämlich nicht immer ganz einfach. Im Leistungsbereich schließlich ebenfalls neu ist, auch das ist ein aus der betroffenen Seite geäußerter Wunsch, falls jemand dies möchte, ganz wichtig, das wird auf keinen Fall aufgedrängt, dann wollen wir mit der Diözesanstelle für Begleitung und Begegnung eine Begegnung mit Kirche möglich machen. Das kann zum Beispiel in Form der Finanzierung eines Klosteraufenthaltes, das ist jetzt nur ein Beispiel, geschehen. Und als weitere Maßnahme besteht die Möglichkeit, da orientieren wir uns so ein bisschen an dem staatlichen Täter-Opferausgleich, auch die Begegnung zwischen Betroffenem, Betroffener und dem Beschuldigten. Vielleicht an dieser Stelle mal soweit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Wilde. Ich möchte noch mal unterstreichen, das Ganze ist als Entwurf gekennzeichnet, mit der ganz festen Absicht, es umzusetzen. Aber damit stellen wir uns jetzt tatsächlich auch der öffentlichen Diskussion und sind sehr dankbar für alle Anregungen, die bei uns eingehen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie direkt dazu schon Fragen haben. Ich würde Sie dennoch bitten, noch einen Moment zu warten, bis wir unseren nächsten Punkt behandelt haben. Das ist nämlich die grundsätzliche Vorstellung der Arbeit der Kommission noch mal durch zwei ihrer Mitglieder, Professor Stried und Frau Dr. Mosella, die ich darum bitte. Von meinem Arbeitsbereich aus beschäftigen wir uns bereits seit vielen Jahren mit dem Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Es hat hier in den Räumen auch ein Treffen mit den MHG-Verantwortlichen gegeben, eine zweitägige Arbeitstagung, sodass auch theologische Expertise eingehen konnte in diese Studie. Einige grundsätzliche Bemerkungen und dann zur Kommissionsarbeit. Sexualisierte Gewalt gegenüber Minderjährigen, also grundsätzlich, aber auch gegenüber Minderjährigen und Jugendlichen, ist immer Missbrauch von Macht. Darauf gilt es sehr, sehr deutlich immer wieder hinzuweisen. Als Erzbischof Burger als unmittelbare Reaktion auf die erschütternden Ergebnisse der MRG-Studie im September vergangenen Jahres die Kommission bildete, war deshalb auch kommissionsintern schnell klar, wie diese heißen sollte: Macht und Missbrauch. Und das ist keineswegs selbstverständlich, denn wenn ich dies als Theologe sagen darf, es wird im kirchlichen System bis heute viel zu wenig über Macht gesprochen. Und dabei herrschen in allen sozialen Systemen und damit auch im Sozialsystem Kirche Machtverhältnisse. Das ist auch per se nichts Schlimmes, aber es ist gleichzeitig unvermeidlich und muss deshalb kontrolliert werden. Tut man dies nicht, und das ist eines der erschütterndsten Resultate aus der MAG-Studie und den nachfolgenden Studien, spricht man nicht ehrlich aus, dass Macht ausgeübt wird, übt man keine Transparenz und kontrolliert man keine Macht, so züchtet dies Intransparenz und einen einzig und allein an der Systemstabilisierung interessierten Opportunismus. Das ist leider in den letzten Jahrzehnten der Fall gewesen. Der Beginn der Kommissionsarbeit war davon geprägt, zunächst einmal Klarheit in die anstehenden Aufgaben zu bekommen und diese zu strukturieren. Von daher versteht sich die Kommission auch tatsächlich als ein prozessuales System. Wir definieren immer wieder neu im Verlauf der Arbeit, welche Aufgaben anstehen und welche es zu bewältigen gibt. Die aus der Öffentlichkeit, vor allem aber von den Betroffenen von sexualisierter Gewalt an die Kommission herangetragene Erwartungshaltung ist hoch, und das ist auch sehr berechtigt. Gleichzeitig stellte sich aber in den vergangenen Monaten diese Arbeit als komplexer dar als zunächst vorhergesehen. Inzwischen jedoch sind die Aufgaben und die Ziele der Kommission weitgehend klar.
Die Ergebnisse der MAG-Studie sind nicht auf einzelne Diözesen, sondern auf Deutschland bezogen. Man muss ja auch immer wieder zur Kenntnis nehmen, dass die MAG-Verantwortlichen nicht direkten Kontakt mit den Akten hatten, sondern die bereits sozusagen strukturiert zugearbeitet wurden. Die Ergebnisse der MAG-Studie werden nun heruntergebrochen auf die Erzdiözese Freiburg. Das heißt, es wird jetzt konkret analysiert und aufgearbeitet. Es ist zwar davon auszugehen, dass es zwischen den verschiedenen Bistümern und Diözesen Strukturparallelen gibt, die dazu führten, dass Missbrauch begangen werden konnte und systematisch vertuscht wurde. Aber gleichwohl kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es auch diözesanspezifische Faktoren, also in diesem Fall spezifische Faktoren in der Erzdiözese Freiburg gegeben hat und gibt, die wirksam waren und hoffentlich nicht mehr wirksam sind. Auf der Basis der Aufklärungsarbeit der schon genannten Arbeitsgruppen wird die Kommission klare Empfehlungen ableiten. Die ersten sind bereits abgeleitet worden und auch bereits dem Erzbischof und von ihm umgesetzt worden. Aber es werden sicherlich weitere sehr klare Empfehlungen folgen. Sexualisierte Gewalt durch Kleriker ist, auch das sagen die allerneuesten Studien, häufig zumeist eingebunden in geistliche Begleitung und damit in geistlichen Missbrauch. Er wird durch Täter systematisch in der Seelsorge angebahnt. Dies muss und wird beschrieben werden, weil sich hieraus Folgerungen für die künftige Ausbildung von Priestern, das muss ich nicht gendern, und damit einhergehend für die Ausbildungsstrukturen ableiten lassen. Missbrauch wird sich nie verhindern lassen. Auch das ist ein Satz, der im System Kirche mit Ehrlichkeit ausgesprochen gehört, weil nur dann, wenn man diesen Satz ausgesprochen hat, es möglich sein wird, Missbrauch weitgehend einzudämmen. Vielen Dank. Da darf ich mich gleich anschließen. Verehrte Damen und Herren, guten Tag. Ich bin die externe Missbrauchsbeauftragte der Diözese und arbeite insofern als Rechtsanwältin, als unabhängige Missbrauchsbeauftragte seit Anfang 2011 an den Missbrauchsfällen, habe sehr viel Kontakt mit Opfern, wirklich sehr viel Kontakt mit Opfern über die Jahre und habe auch die MHG-Studie bzw. die Auswertung der Personalakten hier in Freiburg mitbegleitet. Ich möchte Ihnen jetzt einfach ein paar aktuelle Zahlen nennen aus meiner Missbrauchsarbeit. Und zwar wurden bei uns insgesamt 186 Anträge bisher gestellt, 186, also auf Anerkennung des Leids. Davon seit 01.01.2016, also nach Beendigung der MHG-Studie, 59 Anträge. Ja. Das hört sich sehr viel an, da muss man aber jetzt einfach dazu sagen, wenn wir 59 Anträge haben, dann heißt das, das ist alles an Anträgen, an Unterlagen, Informationen, was bei uns einläuft, also in unserer Kanzlei. Davon sind zum Beispiel bei 9 Anträgen hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass Freiburg gar nicht zuständig ist. Das geben wir dann an die zuständigen Diözesen weiter. Dann sind von diesen 59 sind eine ganze Reihe von Tätern, genau genommen 22, sind bereits verstorben. Dann sind in 9 Fällen sind die Täter unbekannt oder es handelt sich um einen Täter, der schon sehr betagt und dement ist. 10 Fälle alleine, das vergisst man oft, aber ich finde das ganz wichtig, betreffen Schwestern in Kinderheimen. Die waren ja jetzt so in der MHG-Studie auch nicht enthalten, aber sind bei unseren Anträgen natürlich mit drin. Also das ist nicht immer deckungsgleich. Ja. Da handelt es sich um zum Teil sehr alte Schwestern, die eben auch zum guten Teil schon verstorben sind. Das nur noch mal einfach zur Statistik und ein paar aktuellen Zahlen. Seit der Veröffentlichung jetzt der MHG-Studie im Herbst 2018 melden sich wieder verstärkt betroffene Personen bei uns. Das liegt daran, dass die Menschen das jetzt eben auch in der Presse lesen, dass sie das aufwühlt und dass sie damit auch einfach wieder mit ihren eigenen Problemen konfrontiert werden. Wir haben aber auch ganz viele Fälle ohne
Antrag. Das muss man einfach dazu sagen. Das kann oftmals ganz verschiedene Gründe haben. Mitunter sind es Übergriffe oder auch nicht ganz geklärte Übergriffe zwischen Erwachsenen, die auch keine Schutzbefohlenen dann sind. Dann fallen sie gar nicht unter die Leitlinien. Ja. Es gibt auch Menschen, die wollen explizit keinen Antrag stellen, aus verschiedensten Gründen. Die wollen ihre Geschichte gar nicht öffentlich machen. Wohl suchen sie eine Stelle oder auch einen geschützten Raum, wo sie einfach mal angehört werden und wo sie berichten können darüber, was ihnen widerfahren ist. Ganz viele Fälle, und das ist mitunter ganz schwierig einzuordnen, betreffen auch einen Graubereich, den man eigentlich schlecht fassen kann. Das sind Begegnungen zwischen Menschen, die sich oft nicht mehr ganz nachvollziehen lassen oder aber auch, wo Aussage gegen Aussage steht. Oder es sind verbale Übergriffe. Es sind ganz oft einfach Dinge, die jedenfalls nicht im justiziablen Bereich liegen. Und sehr oft melden sich auch Menschen bei uns, die einfach Rat haben wollen, die etwas gehört haben, die als Zeuge etwas mitbekommen oder beobachtet haben und jetzt von uns einen Rat haben wollen, wie sie in der Sache weiterverfahren sollen. Das ist der Bereich. Als Mitglied der Kommission, in der ich auch mit tätig sein darf, möchte ich Ihnen sagen, ist es mir wirklich ein ganz großes Anliegen und auch ganz besonders wichtig, dass viele Betroffene nach unserer Wahrnehmung von Professor Kuri und mir sich wirklich auch durch diese Arbeit jetzt der Kommission, durch diese systematische Aufarbeitung, dass man wirklich jeden Stein nochmal umdreht und genau guckt, dass die das auch als Anerkennung und auch Bestätigung erfahren, dass nämlich ihre Angaben und Vorwürfe von damals sich jetzt doch auch so verifizieren lassen oder bestätigt haben. Für viele Menschen ist das eine Genugtuung. Manches, was wir als Missbrauchsbeauftragte zwar im Rahmen des Antragsverfahrens der Anerkennung des Leids bearbeitet und anerkannt haben, wird jetzt durch diese fundierte Aktenanalyse und die Gespräche mit Zeugen von damals nochmals vertieft und aufgearbeitet. Von daher setzt die Kommission in meinen Augen wirklich nochmal einen ganz neuen und deutlichen Akzent. Minderjährig missbraucht worden zu sein, kommt als traumatisierendes Ereignis manchmal erst Jahrzehnte später zum Vorschein. Und vielen, denen dies klar wurde und die sich dann an kirchliche Stellen gewandt haben, hat man damals nicht oder nur begrenzt geglaubt. Dass sich Personen in der Kirche über lange Zeit geweigert haben, ihre Schicksale anzuerkennen und stattdessen weiter die Kleriker, die zu Tätern geworden waren, zu schützen, war dann nochmals eine erschreckende und erneut traumatisierende Erfahrung für die Betroffenen. Ich kann Ihnen eigentlich nur versprechen, und das ist mein persönliches Credo und Anliegen in der Sache, wir werden in der Kommission alles daran setzen, die Geschichte des Missbrauchs in der Erzdiözese Freiburg möglichst umfassend aufzuarbeiten und auch im Einzelfall aufzuklären. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Dr. Mosella, Professor Streeth, vielen Dank für diese Berichte aus der Kommission. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben jetzt die Möglichkeit, zu den bisher genannten Punkten Rückfragen, Verständnisfragen zu stellen. Ich muss kurz fragen, haben wir ein Mikrofon für die Übertragung, für die Fragen? Ja, dann würde ich Sie bitten, so lange zu warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist und vielleicht kurz bei Ihren Fragen zu sagen, für welche Redaktion Sie hergekommen sind, dass wir Sie auch einordnen können. Wer hat Rückfragen zum Herrn Erzbischof oder zu den Statements von Herrn Wilde oder aus der Kommission selbst? Hier vorne. Elisabeth Zoll, Südwestpresse Ulm. Ich möchte mich auf einen Aspekt beziehen, den Sie, Herr Erzbischof Burger, angesprochen haben und auch Sie, Herr Professor Streeth. Es geht um diese Jahre 14,3. Immer wieder ist von Ausbildung, was man in die Ausbildung von Priestern investiert, die Rede. Meine Frage wäre, was passiert nach Jahren 14,3? Also wie reagiert man auf diese Klippe? Gibt es Überlegungen, Fortbildung, zwingende Fortbildungen oder zwingende Reflexionen? Wie geht man mit diesem Zeitraum um, wenn vielleicht auch das Engagement durch den Alltag aufgesogen ist oder ermüdet?
Bislang gabst du dazu noch keine zwingenden Fortbildungen oder Maßnahmen, was zur Priesterausbildung immer schon gehört hat und was auch nach wie vor Geltung hat, dass es darum geht, auch die jungen Priester in ihren Anfangsjahren weiter zu begleiten, dass auch da ihre Arbeit reflektiert wird, ihre persönliche Situation reflektiert wird. Und es stellt sich jetzt für uns konkret die Frage, in welchem Zeitraum oder wie kann das weiterhin ausgedehnt werden, dass gerade wenn um dieses Zeitfenster herum Schwierigkeiten auftauchen, wie das aufgefangen werden kann. Jeder Priester ist ja in gewisser Weise auch gehalten, eine persönliche geistliche Begleitung wahrzunehmen. Es stellt sich die Frage, wie er eingebunden ist, auch in seinen Kurs, in seine Gemeinschaft, in das sogenannte Presbyterium, welche Kontakte sich da ergeben. Und die MAG-Studie macht eben deutlich, dass wir für diesen Zeitraum nochmal besonders einen Blick drauf richten müssen. Wie kann da nochmal Begleitung gelingen? Wie kann da nochmal Reflexion gelingen? Wie kann das, was für die Anfangsjahre gedacht ist, dieser intensiveren Begleitung, wie kann das auch weitergeführt werden? Da liegen jetzt noch keine konkreten Konzeptionen vor, aber es ist klar, an der Stelle müssen wir arbeiten. Das kann Frau Hogeback noch aus Ihrer Sicht ergänzen. Ja, vielleicht darf ich aus der Arbeitsgruppe Gefährder, weil wir mit dem Gefährdungspotenzial beschäftigt sind, das einzuschätzen und da auch Beurteilungen zu geben. Die Zahl 14,3 hat uns auch auf den ersten Blick in der MHG-Studie sehr aufmerksam werden lassen. Wir haben das gleich zu Beginn diskutiert und als einen sehr wichtigen Punkt erhoben. Jetzt muss man sagen, das ist erstmal eine Auffälligkeit, wo man sagen kann, also Priester im Alter um die Mitte 40 sind vielleicht auch in einer sozialen Situation oder beruflichen Situation dann angekommen, wo man wirklich nachfragen und auch prüfen muss, wie diese Situation eigentlich ist. Um diesen Punkt, und das werde ich gleich in meiner Ausführung aus der Arbeitsgruppe auch noch darauf ein bisschen eingehen, müssen wir aufmerksam bleiben und müssen wir auch Maßnahmen und Unterstützungen dann überlegen und gezielter dann auch reinbringen. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Rückfragen zu den? Bitte schön. Mich würde interessieren, wie man mit dem sexuellen Begehren der Priester, das ja offensichtlich da ist, umgehen kann. Gibt es denn da Ideen? Gibt es Therapie? Gibt es Angebote? Scheint ja wirklich ein ganz wichtiges Anliegen zu sein bei vielen und trotzdem wird es nicht entsprechend kirchlich aufgefangen. Man kennt ja viele katholische homosexuelle Priester, die das leben, aber alle schweigen darüber. Ich schaue mal in die Runde, wer sich da... Ja, ich darf vielleicht ganz kurz reagieren. Also ich habe das tatsächlich in der jüngsten Zeit mal einen Priester gefragt. Also ich habe mir erlaubt, das zu fragen und ich habe die Antwort bekommen, dass seiner Ansicht nach die Sexualität seine Intimsphäre ist und dass er dazu nicht antworten möchte. Lassen wir erstmal so stehen, kommen vielleicht später nochmal auf den Punkt zurück, wenn Sie Ihren Bericht gemacht haben. Sonst noch Herr Winter, bitte. Sie sprachen im Statement vom Blick auf die lebenden Beschuldigten, deren Taten eventuell länger zurückliegen, die sich weiterhin hier aufhalten. Gibt es eine Größenordnung? Wie muss man sich das vorstellen? Also, ich würde die Frage gerne direkt an Herr Professor Kohre, können Sie dazu was sagen? So, sagen Sie noch mal, was war Ihre Frage? Sagen Sie es einfach nochmal, Stichwort. Ja. Erzbischof sprach, sprach von lebenden Beschuldigten, ja. Die, dass man den Blick auf die richtet auch, die Taten liegen eventuell länger zurück, die tun aber nach wie vor ihren Dienst, das sind hier im Erzbistum Freiburg. Welche Vorstellung muss man sich von der Größenordnung eventuell machen, von diesen Menschen? Also über die Größenordnung kann ich Ihnen nichts sagen, das wird aber gleich ausgeführt, aber zu den Rückfallproblemen werde ich gleich in meinem Beitrag was sagen. Ja, das ist natürlich, das Sprechen ist ein wichtiges Thema, keine Frage. Herr Haas kann es, glaube ich, noch ergänzen. Ich kann einfach mal eine Zahl aus der MAG-Studie dazulegen aktuell. Es müsste auch Ihnen vorliegen in dem zusammenfassenden Bericht. Es sind von den 190, die dort erfasst wurden, mutmaßlich Beschuldigten, sicher 125 verstorben. 32 haben wir noch lebend in allen Altersgruppierungen, also hauptsächlich natürlich im fortgeschrittenen Alter, also als Pensionäre. Und bei 33
wissen wir den Vitalstatus nicht aktenkundig, weil sie nur zeitweise in der Erzdiözese tätig waren oder irgendwann in der Zwischenzeit lebend natürlich aus dem Dienst der Erzdiözese ausgeschieden sind, aber uns kein Aktenmaterial seit diesem Ausscheidungsdatum mehr vorliegt. Da können wir einfach nichts dazu sagen. Wie viele Verstorbene waren? 125 von den 190, die wir in der MAG-Studie erfasst haben, sind sicher verstorben. Und 32 nach meinem Kenntnisstand leben noch. Das ist die aktuelle Zahl, die sich hier nicht verändert hat, weil die MAG-Studie ja abgeschlossen war. Sie haben den Bericht nochmal, damit eben die Fakten und die Zahlen nochmal für Sie als Hintergrund da sind, weil sie ja für die Kommissionsarbeit die Grundlage waren. Vielleicht darf ich dazu gerade noch ergänzen. Klar ist, dass dieser Personenkreis, die noch irgendwelche Dienste wahrnehmen, nicht mit Bereich Jugendarbeit oder sonstiges zu tun haben, je nachdem auch komplett aus der pastoralen Seelsorge herausgenommen sind, mit Sonderaufgaben betraut bis in die Verwaltung hinein. Also da ist es für uns als Diözese eindeutig klar, Personen, die mit dieser Vergangenheit zu tun haben, dementsprechend nur so einzusetzen, dass sie nicht erneut zu Personen werden, die hier tatfällig werden. Frau Dr. Mosella und Herr Professor Stried haben dazu auch noch Ergänzungen. Ich gehe vielleicht die Frage noch mal von einer anderen Seite an. Was so ein bisschen verwirrend ist, weil Sie von Beschuldigten gesprochen haben. Unter Beschuldigten versteht man natürlich strafrechtlich Menschen, wo ein Ermittlungsverfahren läuft, wo das Urteil möglicherweise noch nicht gesprochen ist, also wo auf jeden Fall ein strafrechtlicher Prozess hintendran noch hängt. Ja. Wir sprechen jetzt im Moment von Gefährdern und möglicherweise haben Sie das gemeint. Das sind Menschen, die in der Vergangenheit aus vielerlei Gründen mal auffällig geworden sind. Und das muss nicht immer eine strafrechtliche Verurteilung sein. Das können auch andere einfach, ich würde mal sagen, ein menschlich unreifes Verhalten sein, wie man sich das von einem Priester jedenfalls nicht wünscht oder auch nicht vorstellen mag. Also es ist eine ganz breite Palette. Das können auch Menschen sein, die zum Beispiel schlecht mit Geld umgehen können und sich daraus irgendwelche Dinge ergeben, aber die gar noch nicht strafrechtlich aufgeschlagen sind. Die haben wir jetzt mal in der Kommission und in unserer Gruppe Gefährder versucht zu erfassen. Und da sprechen wir, weil Sie nach einer Zahl gefragt haben, das waren über 30. Legen Sie mich jetzt nicht fest, ob das 32 oder 34 oder 33 waren, aber es waren über 30 Personen. Und die haben wir wirklich, das kann man schon sagen, minutiös alle miteinander angeguckt. Jeder hat das für sich alleine geprüft, also ohne sich mit dem anderen abzusprechen. Und dann haben wir uns getroffen und haben unsere Ergebnisse miteinander verglichen. Ja. Und wenn da dann nach der Diskussion klar wurde, diese Person schätzen wir alle aus den ganz verschiedensten Gründen. Also ich würde mal sagen, das ist die ganze Facette des menschlichen Umgangs als irgendwie als auffällig oder gefährlich ein. Ja. Dann haben wir gesagt, gut, was empfehlen wir da dem Erzbischof? Und da sind wir jetzt gerade dran, das ist noch nicht spruchreif, aber um Ihnen das zu sagen, da sind wir gerade dran, dass wir da auch so einen Stufenplan entwickeln. Und von denen 30 Personen sind auf jeden Fall mal 5 übrig geblieben, wo wir gesagt haben, da sollte man auf jeden Fall noch mal mit dem Gutachten schauen, was man mit denen macht. Also ich fasse zusammen, Gefährder und Beschuldigte bitte nicht verwechseln, das sind zwei verschiedene paar Dinge und betrifft auch unter Umständen einen anderen Personenkreis. Das noch mal als Ergänzung. Herr Stried noch. Ja, ich würde gerne diese Frage zusammenbinden mit der ersten Frage, dem relativ hohen Einstiegsalter von Tätern im Bereich der katholischen Priester, 14,3 Jahre. Das Problem ist, dass es nicht nur um die Begleitung von dann im Durchschnitt 40-Jährigen geht oder von Personen, die jetzt 13, 15 Jahre im Dienst sind. Das Problem ist, dass laut MAG-Studie bereits sehr viele unreife Männer ins Priesteramt gekommen sind. Und deswegen wird das alles nicht ausreichen, sondern man wird sich auch genau die Ausbildungs- und damit Auswahlstrukturen anschauen müssen, um nicht in die Situation hineinzukommen, dass man nach einigen Jahren, Jahrzehnten oder sagen wir 15 Jahren doch wieder so ein Gefährdungspotenzial identifizieren kann. Aber das macht es so hochkompliziert. Das, was die Arbeitsgruppe im Moment nur machen kann, ist die jetzt im System arbeitenden Priester sich nochmals anzuschauen. Vielen Dank. Die nächste Frage von Frau Rehm.
hatte zwei kleine Nachfragen zu Zahlen. Diese 32 noch lebenden Beschuldigten, die Sie genannt haben, und die 30 Gefährder, inwiefern sind die deckungsgleich? Oder? Da kann ich vielleicht kurz was zu sagen. MHG hat eine andere Fassung. MHG geht von den lebenden Beschuldigten nach MHG aus. Das heißt, in der Gruppe Gefährder wurden zum Beispiel auch die Fälle angeguckt, die mit Internetpornografie auffällig geworden sind. Die sind nicht in MHG erfasst. Und ebenso auch Fälle, wo an der Grenze von 17, 18 der Betroffene oder die Betroffene waren. Also Fälle, die nicht mehr minderjährig waren. Deswegen ist da die Variation in der Zahl drin. Also die Gruppe der MHG-Leute ist in der Gefährdergruppe mit drin. Die Gefährdergruppe geht aber darüber hinaus, um noch mal mehr zu überprüfen. Und man muss da sicherlich auch zu sagen, da fallen auch Fälle drunter, die nicht bewiesen werden konnten, wo es eine Anschuldigung gab. Und man hat das rechtlich geprüft und offensichtlich waren das vielleicht Streitereien oder Konflikte, aber man konnte den Beweis nicht erhärten. Die waren zum Beispiel auch mit drin. Es gibt eine Schnittmenge, aber die Gruppen sind aus unterschiedlichen Zusammenhängen entstanden, die Zahlen. Hm. Und eine weitere Nachfrage noch, oder waren das Ihre? Ja, ich hatte noch eine. Frau Mosella, Sie haben gesagt, 106, Entschuldigung. Ja, 186 Anträge sind gestellt worden. Wie viele wurden denn bewilligt? Von den 186, das sind jetzt noch 4 sind offen. Also die liegen... Die sind zum Teil, im Moment 5 sind offen, davon liegen, glaube ich, 2 bei der DBK noch zur Beurteilung, weil die jetzt den nächsten Termin Ende September hat und 4 liegen noch bei uns, die sind noch nicht fertig bearbeitet. Also wenn Sie die 5 jetzt abziehen von den 186, dann sind die 181 sind bewilligt worden. Das heißt, Sie haben gar keine abgelehnt? So gut wie keine, ja, kann man sagen, ja. Vielen Dank. Eine Meldung, Herr Hasenauer. Ja, Volker Hasenauer von der Katholischen Nachrichtenagentur. Eine Frage an den Herrn Erzbischof. Sie haben in Ihrem Statement von zwei großen, besonders schweren Fällen des Kindesmissbrauchs gesprochen und haben gesagt, die Frage nach Mitverantwortlichen muss gestellt werden. Die Decke des Schweigens hat nachher noch viel Leid produziert. Können Sie da sagen, gibt es da gerade auch mit Blick auf Birna und Oberhammersbach neue Erkenntnisse oder Entwicklungen? Hier darf ich dann auf die Arbeitsgruppe verweisen, die sich mit der Aktenanalyse beschäftigt. Ich selber habe mich jetzt mit den aktuellen Erkenntnisergebnissen noch nicht auseinandergesetzt, weil es mir wichtig ist, hier der gesamte Sachverhalt aufgearbeitet beurteilen zu können. Und dann wird man sehen, was sich daraus weiter ergibt. Aber hier kann vielleicht dann von Ihnen, Herr Wilhock, was genau sagen. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Nachfragen zum ersten Block? Den Bereich der Gefährder haben wir eben schon kurz tangiert. Ich würde dann gern weitergehen. Am Schluss besteht ja noch mal Möglichkeit, über alle Fragenkomplexe hinweg zu fragen. An die AG Gefährder übergeben. Dieser Begriff Gefährder ist ja ein bisschen schillernd, aber Frau Hogeback und Professor Kuri werden da ein bisschen Licht jetzt in die Sache reinbringen. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, noch ein Satz zu mir. Ich habe an sich Psychologie studiert, aber ich habe fast mein ganzes berufliches Leben im Bereich Kriminologie verbracht und dort im Bereich Resozialisierung von Straftätern und arbeite seit Jahrzehnten für die Gerichte im Bereich Prognose. Und das ist auch ein Punkt, warum ich in der Gruppe Gefährder bin, Kriminalprognose. Da ging es bisher bei mir um ganz normale Straftäter, wenn ich es mal so sagen darf, also keine Kirchenangehörigen, die in irgendeiner deutschen Vollzugsanstalt sitzen, wo es um die Frage geht, können wir ihn lockern oder entlassen? Ja, wie gefährlich ist er und was muss getan werden, um einen Rückfall zu verhindern? Es ist eben schon gesagt worden, dass sexueller Kindesmissbrauch eines der übelsten Delikte ist. Die Kinder werden in der Regel für ihr Leben lang geschädigt. Das wurde eben auch schon vom Herrn Erzbischof deutlich ausgearbeitet. Die psychischen Schäden sind also enorm groß. Das heißt, es muss alles gemacht werden, um eventuelle Rückfälle bei Menschen
Männern in der Regel, die sexuell auffällig geworden sind, ob das jetzt Taten bereits waren, dass sie bereits Sexualstraftaten begangen haben, oder durch ihr anderes Verhalten, beispielsweise mangelnde Distanz. Wir hatten auch einige Verdächtige, sage ich mal, die eben eine mangelnde Distanz im Umgang mit Kindern gezeigt haben. Ja, das ist, muss nicht unbedingt straffällig relevant sein, aber es könnte darauf hinweisen, dass da unter Umständen eine gewisse Gefahr ausgeht. Bei Sexualstraftätern muss man unterscheiden zwischen, ich sag mal, den normalen Sexualstraftätern und den sogenannten Pädophilen. In der Öffentlichkeit sprechen wir vielfach, wenn jemand eine Sexualstraftat mit Kindern macht, von Pädophilen. Es gibt allerdings in der Wissenschaft den Begriff der Pädophilie und nicht jeder, der ein Kind sexuell missbraucht, muss in diesem Sinne ein Pädophiler sein. Pädophiler sind Männer, die nur an Sex mit Kindern interessiert sind. Ja? Es gibt Männer, die missbrauchen Kinder, sind aber verheiratet und führen ein, wenn man mal von diesen Sexualstraftaten mit Kindern absieht, ein ganz normales Leben mit ihrer Ehefrau. Aber ein Pädophiler ist eben ein Mann, der nur an Sex mit Kindern interessiert ist und deshalb sich voll und ganz darauf konzentriert. Das ist der eine Punkt, den man da, man spricht in der Wissenschaft oft von den sogenannten Kernpädophilen. Ja? Diese Kernpädophilen, man schätzt, dass in der Bundesrepublik oder sagen wir mal insgesamt, nicht nur in der Bundesrepublik, etwa 1% der Bevölkerung Kernpädophil ist. Ja, das ist eine Schätzung, das Dunkelfeld ist enorm groß, also tun Sie jetzt nicht, dass sich zu sehr darauf konzentrieren, ich will damit nur sagen, das ist ein relativ kleiner Teil von der Gesamtbevölkerung. Wenn wir jetzt die Sexualstraftäter rausnehmen, steigt natürlich der Anteil der Kernpädophilen, denn nicht jedermann wird Sexualstraftäter, nicht? Das ist eine relativ kleine Gruppe. In Deutschland schätzt man auf etwa 50.000 bis 200.000 Kernpädophile, also es ist nicht eine Zahl, die man vernachlässigen kann. Vor allen Dingen, weil die Rückfallrate bei den Kernpädophilen einmal sehr hoch ist. Kernpädophile haben mit die höchste Rückfallrate unter allen Kriminellen. Ja, die liegt in der Regel über 50%. Das heißt, über die Hälfte der Kernpädophilen beispielsweise wird nach einer Sanktion wieder rückfällig. Das ist bei dem Rest der Sexualstraftäter lediglich etwa die Hälfte, wie bei den allgemeinen Straftätern auch. Kernpädophile sind nicht heilbar. Pädophilie, man weiß bis heute nicht, woher das kommt. Man geht davon aus, es ist irgendein Gendefekt, aber man hat das Gen noch nicht gefunden. Sie sind nicht heilbar. Man kann sie therapieren, selbstverständlich. Die machen auch, wenn sie bereit sind, das ist immer eine ganz zentrale Frage, eine Therapie. Und diese Therapie ist auch deutlich erfolgreich. Sie ist natürlich wie jede Therapie von Straftätern nicht so erfolgreich, dass die Leute absolut nicht mehr rückfällig werden. Da muss man bereit sein dazu, dass man mitarbeitet. Sonst ist eine Therapie sowieso nicht sinnvoll, nicht nur bei Straftätern. Und sie müssen eben sozusagen zu ihren Taten stehen. Straftaten insgesamt und vor allen Dingen auch Sexualstraftaten geschehen vielfach aus bestimmten Gelegenheitsstrukturen heraus. Ja? Das heißt, und da bietet eben die Kirche einiges an Gelegenheitsstrukturen an. Denken Sie an das Pfarrhaus, wo der Pfarrer mit dem Mädchen alleine ist, das zu ihm kommt und irgendetwas mit ihm bespricht. Da herrscht Diskretion. Ne? Und das ist natürlich eine Gelegenheitsstruktur, die unter Umständen eine Sexualstraftat oder eine Straftat überhaupt begünstigen kann. Nicht muss, aber kann. Bei Sexualstraftätern, vor allen Dingen bei Kernpädophilen, muss man auch eines berücksichtigen. Eine lange Abstinenz muss nicht bedeuten, dass keine Straftat mehr erfolgt. Ja? Wir haben eben schon gehört, viele Sexualstraftäter werden erst nach Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten auffällig. Das hängt vielleicht auch mit den Lebensbedingungen der Geistlichen zusammen. Es kann auch dazu langen Zwischenphasen kommen, wo nichts passiert, aber trotzdem kann wieder eine Rückfallgefahr oder ein Rückfall passieren. Es geht in der Arbeitsgruppe darum, Rückfallprognosen zu bewerten. Wir haben bis jetzt Aktenanalysen ausgewertet, das heißt die Akten, die uns vorlagen, beziehungsweise die Aktenauszüge, die uns vorlagen, haben wir in der Gruppe bewertet. Das sind 6 Leute in der Gruppe, 6 Fachleute und haben unabhängig voneinander diese Unterlagen geprüft. Da gibt es auch Gutachten von einem Psychiater,
der von der Kirche beauftragt worden ist, eben eine Rückfallprognose zu machen. Die Ergebnisse haben wir auch darin, zum Teil liegen die einige Jahre zurück. Wir haben die Akten, wie eben schon erwähnt wurde, angesehen und haben unabhängig voneinander eingeschätzt, besteht eine Rückfallgefahr. Das ist natürlich vor dem Hintergrund dieser Aktenanalysen, die ja wiederum selegiert sind, eine Pi mal Daumen-Regelung. Deshalb haben wir gesagt, und das finde ich eigentlich auch sehr schlüssig, bei den Tätern, bei denen eine, ich sag's mal vorsichtig, nicht unerhebliche Rückfallgefahr besteht, muss ein richtiges Prognosegutachten erstattet werden. So wie es beispielsweise für Gerichte gemacht wird. Ja, ich mache Prognosegutachten für Gerichte. Da kriegen Sie einen Auftrag von der Strafvollstreckungskammer oder von Landgericht Freiburg oder was auch immer, kriegen ein dickes Aktenbündel zugeschickt und werden gebeten, ein Gutachten zu machen. Dann sprechen Sie, in der Regel ist es dann ein Inhaftierter, dann sprechen Sie mit dem Inhaftierten 2, 3, 4 Mal und dann machen Sie ein Gutachten. Das alles haben wir bisher nicht gemacht. Wir hatten ja nur diese Aktenauszüge. Ja? Also bei denen, die wirklich Gefährder im engeren Sinne sind, bei denen man also davon ausgehen muss, dass sie unter Umständen später wieder eine Straftat begehen, das wird jetzt gerade überlegt, dass man da solche Prognosegutachten, wie sie im gerichtlichen Bereich, sage ich jetzt mal, üblich sind, macht, ja, um dadurch eine bessere Grundlage zu haben für eine weitere Entscheidung. Man muss vielleicht noch dazu sagen, das Dunkelfeld in dem Bereich Sexualstraftaten ist, wie Sie wissen, sehr hoch, nicht nur im kirchlichen Bereich, sondern auch im allgemeinen Bereich. Da muss man mit einem enorm hohen Dunkelfeld rechnen. Und man muss auch noch sagen, und damit bin ich am Ende, solche Prognosegutachten, auch wenn sie gut gemacht werden, sind natürlich nie hundertprozentig. Ja? Prognosen sind immer Prognosen, die gehen in die Zukunft. Denken Sie an Wirtschaftsprognosen, denken Sie an politische Prognosen. Manche Prognosen sind, ehe sie veröffentlicht wurden, Lehman Brothers, erinnern Sie alle noch, nicht? Die waren kaum veröffentlicht, hat sich gezeigt, ist alles, geht alles anders. Und so ist es natürlich bei Straftätern auch. Man kann es sehr solide, sehr gründlich machen und hat dann natürlich eine größere Sicherheit, dass ein Rückfall verhindert wird. Wobei ein ganz zentraler Punkt bei Kriminalprognosen ist die Situation danach. Ja? Wenn ein Straftäter aus dem Strafvollzug entlassen wird, ist ganz entscheidend. Was passiert dann mit ihm? Wie sieht dann seine Lebenssituation aus? Und genauso ist es natürlich bei Priestern. Wenn ein Priester auffällig geworden ist, der wird nicht im Strafvollzug sitzen, aber wenn der auffällig geworden ist, ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, wie sieht seine Lebenssituation, Therapie beispielsweise aus oder Hilfe oder Kontrolle oder was auch immer nach einer solchen Tat aus. Vielen Dank. Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen die Arbeitsgruppe Gefährder, die jetzt schon einige Male erwähnt wurde, auch noch mal vorstellen. Wir bestehen aus 6 Mitgliedern der Kommission, Frau Musella, Herr Kuri, Herr Haas, Herr Stried, Frau Merten und meine Person. Vielleicht darf ich Ihnen auch ganz kurz zu meiner Person noch sagen, ich bin als Psychotherapeutin niedergelassen und auch Supervisorin seit 1989 hier in Freiburg. Und das war eine Zeit, wo es Traumatherapie in diesem Sinne, wie wir das heute haben, gar nicht gab. Wir sind sozusagen mit Kollegen und Kolleginnen damals in einer Situation gewesen, dass wir in unseren Fallbesprechungen sehr viel in Traumaarbeit gemacht haben, aber wir hatten alle keine Ausbildung und zu diesem Zeitpunkt gab es die auch noch nicht. Erst ab Mitte der 90er Jahre wurden die ersten Ausbildungen, die zum Teil auch aus Amerika kamen, die hatten schon mehr Erfahrung durch die Vietnam-Veteranen mit dem posttraumatischen Belastungssyndrom. Da haben wir uns so ein bisschen dran gehängt und auch da geschaut, wie dort gearbeitet wird. Die ersten Ausbildungen gab es eigentlich erst seit 1993. Wir haben Gott sei Dank inzwischen so viele niedergelassene Psychotherapeuten, gerade auch mit einer hohen Dichte hier in Freiburg, die diese Zusatzausbildungen gemacht haben. Gleichwohl ist es immer noch sehr, sehr schwierig für Betroffene, Therapieplätze zu finden. Und das hat der Herr Erzbischof auch schon erwähnt, wir werden uns darum bemühen, auch in dieser Richtung noch etwas zu tun.
Nun zu unserer Arbeitsgruppe. Einiges wurde schon erwähnt zu unserer Arbeitsweise. Wir treffen uns, ich glaube, jetzt seit Januar, haben also auch erst eine relativ kurze Zeit miteinander gearbeitet. Den Begriff Gefährder, der war sehr strittig und kontrovers und wir kriegen auch immer noch Kontra deswegen. Wir haben das aber bewusst als Signal gewählt. Weil wir Gefahren und Gefährdungen im weitesten Sinne, die von Strukturen und Menschen ausgehen, auch wenn das schon Jahrzehnte zurückliegt, wir wollen sie mit Klarheit und Deutlichkeit benennen. Frau Musella hat eben schon ausgeführt, der Gefährdungsbegriff meint wirklich, dass wir bei Grenzverletzungen anfangen, also auch Grenzverletzungen im Bereich von Nähe und Distanz, im Kontakt. Ja. Und wir haben eine hohe Aufmerksamkeit darauf, dass wir sozusagen ganz früh ansetzen. Also die Merkmale für Gefahr setzen wir hier ganz hoch an. Wir haben uns zunächst einmal mit einem Standardraster, was wir erstellt haben, zur Gefahrenerkennung beschäftigt, sind dann aber über diesen ersten Schritt relativ schnell in den zweiten hineingekommen, nämlich die Gefährdungseinschätzungen zu machen. Das wurde schon ausgeführt. Wir haben also eine erneute Prüfung aller lebenden Beschuldigten vorgenommen nach dem Konsensprinzip. Das war uns sehr wichtig, dass wir die Einzelfälle und Vorgänge noch mal so genau durchgehen und auch bis zum Schluss diskutieren, bis wir auf einen gemeinsamen Punkt kommen. Das war nicht immer einfach, aber ich glaube, in der Ausdifferenzierung und gerade auch, weil wir interdisziplinär besetzt sind, notwendig, um dann gezielt Maßnahmen auch vorschlagen zu können. Die Aktenvorgänge, die uns vorlagen, beziehen sich auf seit 1965. Die Analyse und die Beurteilung ist für uns dann auch Grundlage zur Gefahrenerkennung und zur Gefahrenabwehr geworden. Die Bewertung von Gefährdung und die entsprechenden Merkmale sind weit über den strafrechtlichen Rahmen hinaus von uns festgelegt worden. Zum Beispiel prüfen wir auch Fehlverhalten, Verhaltensauffälligkeiten, also Auffälligkeiten zum Beispiel im Umgang mit Geld oder Schulden, Internet oder Suchtproblematiken. Auffälligkeiten waren für uns auch, wenn jemand sich über lange Zeit sehr uneinsichtig gezeigt hat, also Uneinsichtigkeit als Merkmal, Unreife der Persönlichkeit, Anpassungsprobleme, Grenzüberschreitungen im Kontakt, jetzt neuerdings auch, das haben wir jetzt gerade erst dazu genommen, Pornografie im Internet und dann auch Übergriffe auf erwachsene Betroffene. Wir haben Empfehlungen für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Behebung ausgesprochen, die zum Teil auch schon umgesetzt werden, selbstverständlich. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass sofort reagiert wird und auch Regelungen bei angezeigten Problemfällen stattfinden. Der Opferschutz ist für uns allerhöchste Priorität bei jedem Schritt. Also wir denken das immer mit, wie das Opfer darauf reagiert, wenn wir dieses Denken, jenes tun oder Empfehlungen aussprechen für Handlungen. Wir haben auch einen Blick darauf, dass unter Umständen möglicherweise weitere Betroffene, die aber nicht angezeigt, sich selber gemeldet haben, dass die auch zu schützen sind. Die Anhörungen, um Fälle dann auch, also sich am Anfang schon wirklich auch ein klares Bild darüber zu machen, sollen unserer Ansicht nach auch mit externen Fachberatern und auch mit Experten besetzt sein. Wir plädieren sehr für offene Kontrollen und offene Ansprachen. Wir glauben auch, dass viele Präventionsmaßnahmen jetzt schon gegriffen haben. Wir haben uns die letzten 5 Jahre noch mal angeschaut und können sagen, also es gibt im Moment keine aktuellen Vorgänge, die angezeigt wurden, die also jetzt bei uns eingegangen sind. Also in diesem Sinne gab es auch keine registrierten Neufälle. Das ist wichtig. Also man könnte jetzt ein ambitioniertes Ziel nennen, das wäre mir am liebsten, dass man sagt, Nulllinie, wir wollen gar nichts mehr da reinbekommen. Das wäre sehr unrealistisch, aber wir arbeiten sehr hart daran, dass irgendwo das Ganze so eingegrenzt wird und so reguliert und kontrolliert wird, dass möglichst wenig da noch geschieht. Eine wichtige Frage war auch noch im Umgang mit Tätern und Beschuldigten, die im Dienstverhältnis der Erzdiözese stehen.
da gilt es auch in jedem Einzelfall wirklich zu prüfen und zu klären, ob da noch Gefährdungspotenzial vorliegt. Bei Unsicherheiten, das hat Herr Kuri schon erwähnt, wollen wir erweiterte Begutachtungen. Also die Gutachten, die bis dato gemacht wurden, waren fast immer rein forensischer Natur. Das ist uns zu wenig. Also erweitert heißt auch unter Umständen, wenn es um Verhaltensauffälligkeiten geht, also Fehlverhalten, dann auch psychologische Gutachten. Außerdem denken wir auch über Kontroll- und Unterstützungsmaßnahmen nach, die auch regulierend wirken sollen. Angewiesene Supervision zur Verhaltensänderung, Psychotherapie dann immer aber auch mit Nachkontrollen, Fortbildungen im Sinne eines TÜVs. Die Frage nach der Sexualität von Priestern, was ist eigentlich, wird sich darum auch gekümmert. Es gibt Fortbildungen in dem Bereich, aber es beruht immer auf Freiwilligkeit, dass Priester das auch wollen. Ja. Die Frage bei Tätern ist dann nochmal eine ganz andere Frage, ne, wie forensisch dann damit umgegangen wird. Ne. Also das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Dann haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, Unterstützung, was soziale Einbindung angeht und Hilfen bei Vereinsamung. Unreife und narzisstische Persönlichkeiten, die den Hauptanteil der Tätertypologien ausmachen, und hier stimmen wir mit MHG überein, das ist auch unsere Erfahrung, müssen hierbei besonders in den Blick genommen werden. Die Themen Eignungsverfahren, Auswahl von Priesteramtskandidaten und die Priesterausbildung stehen bei uns als nächstes auf der Agenda. Wir sind erst ganz am Anfang. Vielen Dank. Frau Ogebach, Herr Professor Kuri, vielen Dank für die Vorstellung der Arbeit der Arbeitsgruppe Gefährder. Ich denke, die hat noch mal einiges aufgegriffen, was wir vorhin schon an Fragen hatten und dadurch auch klarer gemacht. Auch hier gibt es jetzt die Möglichkeit, noch Nachfragen zu stellen. Die erste von Frau Rehm hier vorne. Ja, ich wollte gerne nachfragen, wie gehen Sie denn vor, wenn Sie zum Beispiel herausfinden wollen, ob ein Priester Pornografie im Internet anguckt? Das Thema Pornografie ist jetzt unser jüngstes Thema sozusagen. Das haben wir ganz frisch auf dem Tisch und wir haben noch keine Möglichkeit gehabt, da in den Vorgehensweisen, also Maßnahmen zu überlegen und das zu diskutieren. Das ist unser nächster Punkt. Das wäre ja wirklich eine Datenschutzfrage auch, ob jeder, der Priester werden will, jeglichen Persönlichkeitsschutz verliert. Ja. Das sind, da hängen noch viele problematische Fragen dran. Ich glaube, Sie wollen ja. Herr Haas. Kurz ergänzen. Also die Basis der jetzigen Erkenntnisse kommt aus den Meldungen, die wir von der staatlichen Ermittlungsbehörden bekommen. Wenn also ein Priester dort auffällig wird, dann bekommen wir die Meldung. Damit ist die datenschutzrechtliche Problematik schon mal weg. Wir wissen dann drum, weil wir in der Regel keine andere Erkenntnisquelle haben, zumindest momentan nicht. Erst wenn die Strafverfolgungsbehörden da jemanden im Visier haben, dann haben wir ihn auch im Visier. So ist momentan der aktuelle Stand. Ja. Eine kurze Nachfrage noch. Das bedeutet, dass jeder, den Sie als Gefährder führen, weiß, dass er als Gefährder gilt? Das ist so noch nicht kommuniziert, weil wir können auch noch nicht sagen, dass das Ergebnis ist. Ne? Sie bekommen im Moment Informationen über den laufenden Prozess der Bearbeitung. Und wir sind noch nicht in der Situation, dass wir jetzt darüber einen Bericht schreiben können und den weitergeben können. Wir sind noch dabei, die Einschätzungen zu machen und die Handlungen folgen dann noch. Aber Herr Kohl möchte dazu etwas sagen. Also um das vielleicht noch mal zu erklären, es geht darum, dass es ja Kleriker gibt, die beschuldigt worden sind und wo sich herausgestellt hat, an der Beschuldigung ist was dran. So. Das liegt also jetzt eine Zeit lang zurück. Die Spannbreite geht von Fehlverhalten im Bereich von Nähe und Distanz, ohne dass es zu einer sexuellen Handlung kam, über sexuelle Handlungen bis hin zur Internetpornografie, also mit Kindern. Also darum geht es zunächst mal. Und die Aufgabe der Arbeitsgruppe Gefährder besteht jetzt darin, noch mal jeden Fall in die Hand zu nehmen und zu gucken, geht denn potenziell von dem Beschuldigten noch eine Gefahr aus? Das ist im Grunde genommen
Also es geht nicht um einen Generalverdacht gegenüber alle Priester, sodass wir jetzt bei jedem fragen, guckt er jetzt im Internet Pornografie an, sondern es geht um die, die bereits auffällig geworden sind. Also wo die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren... Nicht nur, also es geht nicht nur um die Fälle, wo die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eröffnet hat oder auch ein Urteil gesprochen hat. Die meisten Formen des Fehlverhaltens liegen ja weit unter dem Strafmaß, wo die Staatsanwaltschaft überhaupt tätig wird, was aber pastoral dennoch untragbar ist. Ja, aber Herr Haas sagt ja gerade, es geht um die Fälle, wo man von der Staatsanwaltschaft... Beim Internet. Ja, aber da ging es ums Internet. Da geht es nur um die Fälle, die bei uns eingeflossen sind. Bisher im Bereich der Internetpornografie, da haben wir nur diese Erkenntnisquelle momentan. Die sind eingeflossen, weil die ja als eigenständige Fälle in der MAG-Studie eigentlich so nicht vorkommen, sondern nur, wenn noch ein anderer Missbrauchsvorwurf im Raum stand. Frau Moseller wollte auch noch ergänzen dazu. Vielleicht nur eine kurze Ergänzung zu Ihrer Frage. Weil Sie vorhin gesagt haben, wie sieht es denn jetzt mit dem Maßnahmenkatalog aus? Was passiert denn mit den Gefährdern? Wie weit sind die informiert? Der Sinn der Pressekonferenz heute, also habe ich das jedenfalls verstanden, ist ja, Ihnen auch relativ zeitnah einfach mal so eine Zwischenbilanz zu geben. Was ist denn alles im Tun? Was ist denn passiert seit Veröffentlichung der MHG-Studie? Geht alles so weiter wie bisher oder was macht eigentlich die Kommission? Ist das jetzt nur so mal eine Idee oder gibt es die wirklich und arbeiten die? Ja? Und das ist eigentlich, darin sehe ich heute das Ziel, dass wir Ihnen einfach auch so ein paar Informationen geben, so einen Zwischenstand. Aber wir haben noch nicht für alles die perfekte Lösung. Das muss ich einfach dazu sagen. Und die Dinge sind auch sehr arbeitsintensiv. Wir haben letztes Mal zusammengestellt, wie viele Sitzungen das der Kommission das gab, ohne die Untertreffen, also die Untergruppen, jetzt Gefährder und Aktenanalyse. Das waren jetzt, glaube ich, 14 Zusammenkünfte. Und Sie dürfen ja nicht vergessen, ohne die Untergruppen. Also da steckt wirklich ganz viel Zeit drin, dass wir ja auch alle noch einen Beruf haben. Wir machen das ja alle nebenher und versuchen uns die Bälle zuzuspielen und möglichst unkompliziert, spontan und schnell zu reagieren. Aber da bitte ich einfach ein bisschen um Verständnis. Noch nicht alles ist perfekt. Also bei der nächsten Pressekonferenz sollten wir noch mal 1, 2, 3 Schritte wieder weiter sein. Und Herr Wilburg hat eine Ergänzung dazu. Ihrer Frage noch einfach als Hintergrund zum Verständnis, warum könnten Sie sich fragen, berichtet hier überhaupt die Staatsanwaltschaft gegenüber der Kirche? Da gibt es Mitteilungspflichten. Wenn es um Angehörige von Körperschaften des öffentlichen Rechts geht und dann ist da praktisch die Staatsanwaltschaft in der Pflicht, solche Straftaten durchzumelden. Nicht? Das ist der Hintergrund, wieso das überhaupt dann hier aufschlägt. Und das sind halt genau die Fälle, die dann zu diesen Überprüfungen führen. Nur das als Hintergrund noch so aus meiner alten Tätigkeit noch so im Hintergrund berichtet. Und vielleicht, weil Sie gefragt haben, wie wir an die Zahl kommen, Pornografie, wie gesagt, von staatlicher Seite, MHG, die lebenden Beschuldigten, aber natürlich auch, wenn es eine Meldung bei den externen Missbrauchsbeauftragten noch gab, die vielleicht Erwachsene betreffen. Oder wir haben noch mal einen Vermerk gefunden, da hat sich ein Ministrant beschwert, der hat ein Problem mit Neodistanz. Die haben wir auch erstmal alle mit dazugenommen. Die kamen nicht von extern, das haben wir wirklich dann intern noch mal durchgesiebt, wer da von den Lebenden auffällig sein könnte. Damit beantwortet, Frau Rehm. Dann Frau Keck, bitte. Ich habe eine Frage zu Ihrer Arbeitsweise. Reden Sie mit all den lebenden Beschuldigten und den Gefährdern oder arbeiten Sie nur mit den Akten? Und wenn Sie mit denen reden, wie sieht sowas aus? Wie läuft der Prozess ab? Wie dokumentieren Sie das? Mhm. Herr Gruppe direkt. Also die Täter, sage ich jetzt mal, die melden sich ja bei Frau Dr. Musella oder bei mir oder im Ordinariat. Oder sie rufen an. Ja, es kann sein, dass ich einen Anruf bekomme und dann wird von einem Opfer in der Regel, dann wird darauf hingewiesen, ich bin missbraucht worden von dem und dem Priester.
dann versucht man mit dem Priester Kontakt aufzunehmen und trifft sich unter Umständen mit dem. Das läuft ganz unterschiedlich. Ja? Also aus meiner Praxis ist es dann oft so, dass man dann sich mit den Tätern, sage ich jetzt mal, trifft. Wenn die bereit sind, das ist immer eine Frage der Bereitschaft. Und wenn sie bereit sind, ist es meistens schon ein gutes Zeichen. Ja? Und dann redet man mit denen und prüft eben, was ist passiert zunächst mal, stimmt das überein mit dem, was das Opfer gesagt hat? Und wenn ja, ist natürlich die zentrale Frage, besteht eine Rückfallgefahr? Also muss man jetzt darauf achten, dass der Priester nicht nach Hause geht und das nächste Opfer missbraucht. Nicht? Das ist die ganz zentrale Frage. Wenn das nicht der Fall ist, dann überlegt man gemeinsam, was können wir jetzt machen, damit langfristig kein Rückfall mehr passiert. Beispielsweise ist eine Therapie sinnvoll. Also ich kann mich jetzt an einen Fall erinnern, wo wir ein längeres Gespräch oder mehrere Gespräche mit dem Täter hatten. Er stand zu seiner Tat, er war bereit, sich helfen zu lassen durch eine Therapie. Dann wird eben ein Therapieplatz vermittelt und es wird geguckt, dass er dorthin geht. Und man wird überprüfen, tut sich was, geht er hin und so weiter. Nicht? Das ist also ganz unterschiedlich. Wir hatten auch Täter, die sagen, das stimmt alles gar nicht, ich habe das gar nicht gemacht. Aber da kann, glaube ich, Frau Dr. Musella noch mehr dazu sagen. Also das ist jetzt schon mehr wieder der Bereich, wie läuft es denn praktisch ab, wenn sich ein Opfer meldet? Und wir haben natürlich zuallererst mal das Opfer vor Augen und dann erst den Täter. Aber was der Herr Professor Kurik, glaube ich, jetzt so noch mal darlegen wollte, war, dass auf der einen Seite werden zunächst mal die Opfer angehört, geschaut, wie man die begleiten kann, wie man denen weiterhelfen kann. Unter Umständen wird auch ein Antrag gestellt. Und dann werden natürlich auch die Beschuldigten gehört. Ja, sofern sie noch leben. Wir arbeiten ja überwiegend mit Fällen, die die Vergangenheit betreffen, dass sich Leute heute melden und sagen, ich will einen Missbrauchsfall melden, der liegt aber schon 20 Jahre zurück. Also können wir dann mit den beschuldigten Tätern noch ein Gespräch führen. Dann wird von beidem ein Protokoll gemacht. Ja, es wird dann auch recherchiert im Rahmen des Möglichen, also es wird eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Kann das so gewesen sein? Wann war das? Passen die Zeitfenster irgendwie aufeinander? Es ist keine strafrechtliche Prüfung, die jetzt, sagen wir mal, den Aspekten eines Gerichtsverfahrens standhalten würde, aber es ist trotzdem eine Plausibilitätsprüfung, wo man sagen kann, es ist doch höchstwahrscheinlich, dass sich das so abgespielt hat, wie das Opfer das sagt. Und dann kann eben dieser Antrag gestellt werden, der dann dazu führt, dass das betroffene Opfer eben eine Anerkennung auf Leistung für erlittenes Leid bekommt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann die, das ist das, was der Herr Professor Kuri angesprochen hat, was passiert dann mit dem Täter? Und da gibt es natürlich eine ganze, auch eine Klaviatur. Wenn in irgendeiner Form Kinder da beteiligt sind oder das Opfer damals ein Kind war, wie der Übergriff stattgefunden hat, dann wird natürlich, wenn das nicht schon längst verjährt ist und 30 Jahre zurückliegt, wird auf jeden Fall die Staatsanwaltschaft eingeschalten. Staatsanwaltschaft wird dann nicht eingeschalten, wenn der Opferschutz das gebietet. Es gibt Opfer, wir haben im Moment so einen Fall, wo das Opfer und der Therapeut des Opfers sagt, wir wollen und können das auf gar keinen Fall. Meine Patientin kann das nicht tragen. Dann muss man das akzeptieren. Opferschutz geht immer vor. Das ist der eine Grund. Die andere Geschichte ist natürlich, und dann wird es ganz heikel, wenn irgendwie Gefahr im Verzug ist. Also wenn es was Aktuelles wäre und es kommen da Beschuldigungen und es besteht Gefahr im Verzug, dann muss die Kirche in dem Fall handeln. Das heißt, der Beschuldigte wird zunächst einfach mal aus dem Verkehr gezogen, ja, bis die Angelegenheit endgültig überprüft worden ist und man dann zu einer Entscheidung gekommen ist. Das ist aber, das muss man auch sehen, das ist natürlich immer auch ein großer Eingriff. Also wenn Sie einen Pfarrer aus seiner Gemeinde rausnehmen, nur aufgrund eines Verdachts, aufgrund von Vorwürfen, die noch nicht geklärt sind, dann kriegt er natürlich nachher in dieser Gemeinde keinen Fuß mehr auf den Boden. Selbst wenn man nachher sagen würde, es hat sich geklärt, da war gar nichts dran. Also sehr problematisch und man hinterlässt dann auch verbrannte Erde. Das muss man ganz klipp und klar und deutlich sagen. Das heißt, mit diesem Schritt muss man sehr bedacht und verantwortungsbewusst auch umgehen. Wie viele Pfarrer haben Sie in den letzten 5 Jahren aus Ihren Gemeinden herausgenommen?
Also, da stellen Sie mir jetzt wirklich eine. Also, ich kann schon gar nichts rausnehmen. Ich bin ja extern. Also, da müssen Sie eigentlich den Personalverantwortlichen ansprechen, den Herrn Dr. Kohl. Also, es gab in der Tat Priester, die wir aufgrund der Sachlage, wie Sie die Frau Musella geschildert haben, zunächst mal beurlaubt haben. Also, jetzt mal ein bisschen sehr einfach ausgedrückt, aus dem Verkehr gezogen haben. Das ist tatsächlich immer natürlich die Frage, wie stellt man das auch der Gemeinde dar? Was bedeutet das auch für den betroffenen Priester? Da gab es einige Fälle so im Nachfeld von 2010, also in der Nachfolge vom Canisius-Kolleg, auch bei uns in der Diözese sich Opfer gemeldet haben. Die letzten 5 Jahre ist mir jetzt keiner jedenfalls unmittelbar bewusst, dass dieser Fall eingetreten ist. Es gab, das ist allerdings kein Kleriker, ein pastoraler Mitarbeiter, der kinderpornografisch unterwegs war, den haben wir sofort auch beurlaubt. Vielen Dank. Dann würde ich gerne noch eine Nachfrage, ja? Ja, ich hätte gerne noch zum Beispiel gefragt, was die Gelegenheitsstrukturen betrifft. Das Thema Pfarrhäuser wurde angesprochen, aber was haben Sie da, was ist da bei Ihnen im Laufe Ihrer Arbeit aufgeschlagen? Das wird diskutiert. Ich meine, Rückfälligkeit hat nicht nur bei Priestern sehr viel mit diesen sogenannten Gelegenheitsstrukturen zu tun. Ne? Da muss man natürlich, das immer noch dabei zu überlegen, was kann man da machen. Priester leben ja in aller Regel in ihrem Pfarrhaus allein, vielleicht mit der Pfarrhälterin oder so jemand, aber sie leben ja in der Regel allein. Und dann weitere Gelegenheitsstrukturen sind natürlich, gerade was Kinder anbetrifft, Ausflüge. Priester machen ja, was ja eine ganz tolle Sache ist, ich kann mich an meine eigene Kindheit erinnern, das war immer ganz toll, Ausflüge, Fahrten nach Südfrankreich oder ich weiß nicht was, ja. Und da lebt man oft eng zusammen, vielleicht sogar in einem Zeltlager oder was auch immer. Und da bieten sich natürlich weitere sogenannte Gelegenheitsstrukturen. Da muss man sensibilisieren, auf was muss der Priester achten, was sollte er nicht tun, auch Nähe und Distanz. Wir hatten Fälle, wo Priester sich Kindern in einer Weise nähern, also auf den Mund, auf die Wange küssen, auf den Po klopfen und sowas, ja, am Bauch streicheln, wo man sagt, oh, das muss nicht zwangsläufig etwas schlechter sein. Aber das ist, da tauchen natürlich Fragen auf. Ne? Also ich als fremder Mann würde nie ein Kind, das nicht mein eigenes ist, auf den Po klopfen zum Beispiel. Ne? Das ist, ja gut, Sie werden jetzt vielleicht sagen, warum nicht. Aber Sie merken, da fängt natürlich dann eine Übergangszone an, wo man dann die Priester vielleicht einfach oder die Geistlichen einfach darauf sensibilisieren muss. Wie kommt es auf der anderen Seite an? Ich kann mich an Fälle erinnern, wo sich Opfer, die so etwas erlitten haben oder denen sowas passiert ist, beschwert haben und gesagt, ich wollte das nicht, aber er hat es weitergemacht. Nicht? Das, ist es jetzt ein Missbrauch oder ist es der Anfang eines Missbrauchs oder ist es nur eine freundliche Geste? Vielen Dank, Herr Kohri. Dann würde ich gern zum dritten Punkt gehen. Es gibt noch eine weitere Arbeitsgruppe. Personen? An Gefährdern. Ja, es gibt 32 Menschen, die waren, sind beschuldigt des sexuellen Missbrauchs. Soweit habe ich es verstanden, ja. Die leben noch, genau, die anderen sind gestorben oder wie auch immer. Oder sie kennen den Status nicht. Und die 30, wie passt es zusammen? Herr Streeth. Eine grundsätzliche Vorbemerkung, wir leben in einem Rechtsstaat, der Freiheits- und Persönlichkeitsrechte garantiert. Das heißt, Personen, die nicht strafrechtlich belangt worden sind, sind freie Menschen. Das ist der erste Punkt. Ich neige jetzt ein etwas nüchternem Vokabular, Kirche als Arbeitgeber. Und Kirche hat auch, übt auch eine Arbeitgeberfunktion aus, bezogen auf Personen, die Priester genannt werden. Und das Einzige, was die Arbeitsgruppe bisher gemacht hat, war, sich Personen nochmals anzuschauen, die sozusagen mal beschuldigt worden sind in den letzten Jahren, soweit sozusagen aufgrund der Altersstruktur man auf die Idee kommen könnte, da könnte noch Gefährdungspotenzial sein. Und die Zahl möchte ich nicht nennen. Es gibt einige Personen, die jetzt identifiziert worden sind von der Arbeitsgruppe, wo man sagt, da würde
es eigentlich sinnvoll sein, nochmals ein psychologisches Gutachten einzufordern. Da wird der Herr Erzbischof Burger eine Empfehlung bekommen aus der Arbeitsgruppe. Aber auch er lebt in einem Staat, der ein Rechtsstaat ist. Das heißt, er kann auch die betroffenen Priester nur bitten, ein solches Gutachten anfertigen zu lassen. Ich glaube, da muss man irgendwann auch mal sehr nüchtern sein, wie weit die Möglichkeiten tatsächlich herrschen. Das Einzige, was sie gemacht haben, und zwar unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte, ist nochmal zu schauen, könnte es sein, dass bereits Beschuldigte noch tätig sind, wo man vielleicht nochmal wieder hinschauen sollte. Aber eine genaue Zahl sozusagen der Empfehlungen, also um wie viele Personen es sich handelt, möchte ich nicht sagen. Wir sind uns auch noch in der Gruppe noch nicht abschließend einig, aber es ist eine geringe Zahl. Also Sie müssen das Ganze auch als eine Art Werkstattbericht wirklich sehen. Sie gehen hier mitten rein in eine laufende Ermittlung, in laufende Arbeiten. Insofern ist vieles von dem, was wir heute sagen, noch nicht abschließend. Vielleicht so viel von meiner Seite auch dazu. Wenn die Empfehlungen bei mir dann soweit eingereicht werden und ich auf einzelne Priesterpersönlichkeiten zugehen werde, um den Sachverhalt auch thematisieren zu müssen, wird auch für die Person klar sein, dass sie irgendwie auch unter Beobachtung genommen ist, dass der Bischof um gewisse Sachverhalte weiß, auch wenn sie nicht strafrechtlich jetzt sind. Und die Person wird sich auch dann selber, ich denke, wenn sie weiter im Dienst sein will, bewusst ein Anliegen haben, die eigene Situation zu reflektieren. Also ich denke, das wird dann schon mal was auslösen, auch bei den Personen selber, in Hoffnung auf dem guten Weg hin, dass sich eben da nichts anbrennt. Und Frau Keck, vielleicht noch kurz dazu, das ist mir wirklich ganz wichtig, immer wieder zu betonen, dass MHG auch einen weiten Rahmen hatte. Also wenn Sie sagen, es sind 32 Missbrauchstäter, kann man das so jetzt nicht bestätigen, weil nicht alle, die wir untersucht haben, sind Missbrauchstäter. Da sind welche mit Nähe-Distanz-Problematik oder es sind auch Täter, die haben schon eine Strafe gehabt, die haben die Strafe auch angetreten und auch abgeschlossen. Und da kann man jetzt halt gucken, wie Herr Kuri es auch gesagt hat, Resozialisation, wie kann man da Auflagen geben, dass die in der Verwaltung oder wo auch immer gut untergebracht sind. Also 32, die Zahl umfasst einfach einen sehr großen Bereich von Nähe-Distanz bis ist sogar auch schon angeklagt gewesen. Herr Kiefer hat sich noch gemeldet. Die Deutsche Bischofskonferenz erweckt in jedem Frühjahr und Herbst den Eindruck, als ob sie sich einig wäre, was ja, wie man weiß, nicht immer der Fall ist. Frage, wie viele Ihrer Kollegen gehen derart ins Gründliche, wie Sie hier mit Experten und Publikum und Pressekonferenzen, wie viel oder wie wenige widmen sich diesem Thema, diesem Skandal so wie Sie? Und die Gegenfrage, wie viele blocken immer noch und machen gar nichts? Das Problem ist durch die MHG-Studie eindeutig erkannt, ich denke, bei allen Bischöfen. Diese Botschaft kam an. Die Diözesen sind natürlich jetzt in der Vorgehensweise, in der Aufarbeitung unterschiedlich schnell unterwegs. Aber ich weiß jetzt von keinem Bischof, der sich diesem Thema verweigern würde oder sagen, das käme bei mir nicht in Frage. Es hängt immer auch von den Gesamtumständen der einzelnen Diözesen ab, welche Möglichkeiten die haben. Aber so wie ich informiert bin und wie ich das von den Mitbrüdern mitbekomme, ist das Problem erkannt und da sind auch alle dran, ihre Aufarbeitung, welche Form auch immer, welche Geschwindigkeit, aber das auf alle Fälle anzugehen. Wir können tatsächlich nur über uns sprechen schlecht über andere Diözesen. Das möchten wir auch nicht so gerne tun. Ich mache nochmal einen neuen Anlauf, zum dritten Punkt zu kommen, zur zweiten Arbeitsgruppe, die wir gerne vorstellen wollten. Das ist die, vor allem aus den Herren, die ja auf meiner rechten Seite sitzen. Also kurz zur Vorstellung, ich hatte es vorhin schon erwähnt, Herr Schweizer und Herr Knechtle kommen aus dem Dienst der Kriminalpolizei, Herr Wilburg und Herr Endres aus dem Bereich der Justiz, von den Gerichten. Und Herr Wilburg, Oberstaatsanwalt an D., wird jetzt kurz skizzieren, wie die Arbeit dieser Arbeitsgruppe aussieht. Das darf ich tun, trotz der fortgeschrittenen Zeit. Ich werde mich bemühen, so knapp wie möglich, aber auch so gründlich wie möglich vorzutragen. Kurz vielleicht noch zu meiner Person, Oberstaatsanwalt AD, 68 Jahre alt. Ich gehöre der katholischen Kirche nicht an, habe bislang keinerlei Funktionen in der katholischen Kirche ausgeübt, was im Übrigen auch für die anderen Mitglieder dieser Arbeitsgruppe
gilt. Ja, nach § 2 der von der Kommission aufgestellten Leitlinien soll die Arbeitsgruppe anhand exemplarischer Fälle, welche sie selbstständig auswählt, Mentalitäten, Mechanismen, Verantwortlichkeiten und Strukturen, die zur Vertuschung und Machtmissbrauch geführt und beigetragen haben, umfassend und grundsätzlich analysieren und aufklären. Zielrichtung ist damit klar und deutlich, Klärung der Frage, wo lag die Verantwortung in der Vergangenheit? Wir sind dabei nur an den Auftrag der Kommission, an die hierzu erlassenen Leitlinien für die Arbeitsgruppe, an die kirchliche und staatliche Rechtsordnung sowie an unser Gewissen gebunden. Die Arbeitsgruppe hat insbesondere das Recht, und das ist zu betonen, von jedweder kirchlichen Stelle in der Erzdiözese Freiburg Einsicht in Akten zu verlangen und Personen zu bestimmten Sachverhalten schriftlich oder mündlich zu befragen. Ich werde gleich dazu kommen. Wir arbeiten dabei als pensionierte Beamte unabhängig. Ich betone das ganz ausdrücklich. Es gibt außer der oben genannten Aufgabenstellung keine sonstigen Vorgaben, auch keine in irgendeiner Weise steuernden Eingriffe durch den Herrn Erzbischof oder durch Verantwortliche des Ordinariats. Zur Arbeitsweise vielleicht noch eine ganz kurze Bemerkung vorweg. Wir mussten uns alle erst sehr intensiv mit Fragen des Aufbaus, Organisation und Strukturen der katholischen Kirche beschäftigen, was auch nach einer mehrtägigen Einführungsveranstaltung noch einiges an Zeit gekostet hat. Das können Sie sich vorstellen, wenn man eben nicht zu dieser Kirche zum Beispiel, wie ich, gehört. Wir haben uns dann nach Beginn der Arbeiten ab dem 20.02.19, nachdem also praktisch die Arbeitsgruppe errichtet worden ist, zu Beginn des Februars 2019 die umfangreichsten Fälle in Angriff genommen. Es sind dies die Komplexe Oberhammersbach und Birnau. Mit diesen beiden Fällen bin ich befasst. Der Komplex Bühl bzw. Löffingen. Dieser wird durch Kollege Schweizer bearbeitet. Es gibt Fälle in Freiburg-Hochdorf, Eisenbach und Freiburg-Landwasser. Dieser Komplex wird vom Kollegen Knechtle untersucht. Ab September erst wird Herr Endres zu uns stoßen. Auf die Zusammenarbeit freuen wir uns sehr. Er wird eine Ergänzung unserer Tätigkeit und der Gruppe darstellen. Welche weiteren Fälle er übernehmen wird und wie sein Einsatz sein wird, das werden wir dann entscheiden müssen, mit ihm zusammen, selbstverständlich. Um welches Aktenmaterial handelt es sich nun, was uns zur Verfügung steht? Nicht? Ich hatte ja gesagt, dass wir das, insbesondere das Recht haben, von jedweder Stelle Akteneinsicht zu verlangen. Ist einmal der Komplex der Sonderakten des Ordinariats über bekannt gewordene sexuelle Missbrauchsfälle. Diese Sonderakten sind unter Federführung des Domkapitulars, nunmehr im Ruhestand, Dr. Meyer, ab 2010, ein wichtiges Datum in unserer Arbeit, zusammengestellt worden. Diese Sonderakten sind vielfach unvollständig, notabene nicht durch Dr. Meyer verursacht, da eben vor 2010 nicht alles Schriftgut mit diesem Bezug, also mit bekannt gewordenen sexuellen Missbrauchfällen und vor allem nicht in einer Hand gesammelt oder erfasst worden war. Unvollständig sind diese Akten auch, weil Dokumentationen zum Beispiel von wichtigen Gesprächen fehlen bzw. von vornherein unterlassen wurden. Ist natürlich insbesondere unsere fachliche Erfahrung wichtig, diese Lücken zu erkennen und entsprechende Recherchen anzustellen. Dann sind die Personalakten sehr wichtig, weil sich daraus einige Hinweise und viele Hinweise ergeben können, die für uns wichtig sind bei der Arbeit. Aber nicht in allen genannten Fällen liegen diese auch vor. So zum Beispiel nicht im Fall Oberhammersbach, zum Beispiel auch nicht im Fall des Hauptbelasteten im Zusammenhang mit den Geschehnissen in Birnau. In letzterem Fall wurden überhaupt keine Personalakten im Ordinariat geführt. Weitere Akten wie Stellenbesetzungsakten, Seelsorgeakten, Visitationsakten wurden von uns
aus dem erzbischöflichen Archiv und von Pfarrämtern beigezogen und werden natürlich, wenn der Bedarf besteht, je nachdem wieder erneut entschieden, dass sie beigezogen werden. Dann kommt es natürlich auch immer wieder vor, dass zwischenzeitlich aufgefundene Unterlagen, die sich noch im Ordinariat irgendwo befanden, nachgeliefert werden. Passiert relativ häufig. Auch diese werden dann selbstverständlich zugeordnet und entsprechend mit ausgewertet. Die Auswertung der vorgefundenen Akten mit Erstellung von Aktenübersichten ist zwischenzeitlich in unserer Gruppe grundsätzlich abgeschlossen. Also von den Fällen, die ich jetzt genannt habe, wird aber selbstverständlich ergänzt, soweit erforderlich. Fehlende Schriftstücke werden von uns, sei es im Ordinariat, den Pfarrämtern oder bei Zeitzeugen, Auskunftspersonen erhoben und fehlende oder von vornherein unterlassene Dokumentationen durch schriftliche oder mündliche Aussagen bzw. Auskünfte von beteiligten Zeitzeugen inhaltlich erfasst. Viele Schriftstücke, die sich so nicht in den Akten befunden haben, konnten hierdurch zwischenzeitlich erhoben werden. Befragungen von Zeitzeugen erfolgen dort, wo der persönliche Eindruck besonders wichtig ist. Also von Personen, die sehr eng mit Geschehnissen verbunden sind, sei es als Betroffene, also Opfer, sofern sie dazu bereit sind, Vertrauenspersonen, zum Beispiel Pfarrer außerhalb der Beichte, sonstige, zum Beispiel Pfarrgemeinderatsmitglieder. Als Ergebnis dieser Befragung, die bereits durchgeführt wurden, und es sind einige gewesen, kann man generell sagen, einerseits ein großer Erkenntnisgewinn, weil zum Teil vielfältiges Detailwissen auch bezüglich lang zurückliegender Ereignisse vorhanden ist, was im Übrigen aussagepsychologisch nachvollziehbar ist, kann ich aus meiner langjährigen beruflichen Erfahrung sprechen, weil es sich halt bei diesen Geschehnissen um tiefgreifende, wirklich einschneidende, ganz markante Erlebnisse gehandelt hat, wenn es zum Beispiel beim Opfer darum geht, was er im Detail berichten kann. Und andererseits zeigen die Reaktionen von befragten Zeitzeugen, was auch für uns eine ganz erstaunliche, ständige Erfahrung ist, dass eine fehlende zeitnahe Transparenz und Rückhalt durch Verantwortliche der Erzdiözese vor Ort auch zu Spaltungen und Konflikten innerhalb der betroffenen Kirchengemeinden geführt bzw. beigetragen haben. Auch wichtig für unsere Arbeitsweise ist Folgendes. Wir stehen in einem ständigen Austausch über die Vorgehensweise, im Einzelnen auch, und über den Stand der Arbeiten unter uns Arbeitsgruppenmitgliedern. Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit ist zum einen eine zwingende Voraussetzung für die Effizienz unserer Tätigkeit und zum anderen auch sehr motivierend. Nun zum Stand unserer Arbeit. Man kann sagen, wir stecken noch mittendrin. Der gesamte Aufwand, der zu betreiben ist, der war für uns alle so nicht erwartet. Wir sind alles Pensionäre. Wir gingen davon aus, dass wir in der Woche 2, maximal 3 Tage tätig sein werden. Bei mir ist dieses Zeitlimit in der Zwischenzeit bei weitem überschritten. Es stehen, nachdem praktisch keiner der Komplexe bislang auch nur annähernd abgeschlossen werden konnte, noch diverse Befragungen von Zeitzeugen aus. Das gilt wohlbemerkt für alle Fälle. Und erst wenn diese weiteren Erhebungen erfolgt sind, die Ergebnisse zusammengetragen sind und klare Fakten bezüglich der Verantwortlichkeiten vorliegen, wird an die Verantwortlichen im Hintergrund soweit noch möglich herangetreten werden. Deren Angaben sind ebenso essentiell für die Erfüllung unseres Auftrags durch die Kommission wie alle sonstigen Aufklärungsschritte. Wir wollen daher in keinem der Fälle zu weiteren Vermutungen oder gar Spekulationen Anlass geben und den Abschluss unserer Erhebungen mit dem von der Kommission in Auftrag gegebenen Abschlussbericht abwarten, bevor wir mit Details unserer Erkenntnisse an die Öffentlichkeit treten. Zu den einzelnen Fällen möchte ich daher nur so viel sagen, zu Oberhammersbach.
Es handelt sich um einen großen, ausufernden Komplex, bei dem die Aufklärung der Zusammenhänge in der Tat noch lange nicht abgeschlossen ist. Auch mit den Opferzahlen ist da teilweise auch in der Öffentlichkeit natürlich sehr, sehr unterschiedlich berichtet worden. Ich möchte folgende Zahlen nennen, die ich wirklich absolut hier vertreten kann. Es sind 25 Opfer bekannt durch Vorgänge, in denen eine Entschädigung gezahlt wurde. Das ist eine Gesamtzahl von praktisch allen Betroffenen, die irgendwo mal Geldleistungen erhalten haben. Es sind zwei weitere Opfer für mich als gesichert anzusehen, wovon einer dieser Betroffenen im Rahmen der AG-Tätigkeit auch bereits schriftlich befragt werden konnte, mit zum Teil wirklich sehr, sehr guten ergänzenden Berichten, die bislang noch überhaupt nicht in den Akten drin waren. Zahlreiche, zum Teil auf bloßen Vermutungen beruhende Hinweise auf weitere Opfer befinden sich in den Akten bezüglich Oberammersbach. Die Gesamtzahl der Geschädigten dieses einen Pfarrers, der bereits verstorben ist, ist jedoch unklar. Wie gesagt, es wäre alles andere, wenn man es sagen würde, reine Spekulation. Zu Bühl-Löffingen vielleicht nur kurz. Hier handelt es sich ebenfalls um einen Pfarrer, der ebenfalls verstorben ist. 20 Opfer haben sich in dieser Sache gemeldet. Auch dieser Fall ist sehr umfangreich. Dem Kollegen Schweizer liegen zum jetzigen Zeitpunkt bereits 25 Aktenbände vor. Zu den Fällen in Freiburg-Hochdorf, Eisenbach und Freiburg-Landwasser. Auch in diesen Fällen ist ein Pfarrer belastet, der ebenfalls verstorben ist. Hier sind 5 Opfer bekannt. Zum Komplex Birnau. Der wird auch von mir selbst bearbeitet. Hierzu zählt ein Pater als Hauptbelasteter. Auch dieser ist verstorben. 4 Opfer sind insoweit bekannt geworden. Darüber hinaus werden 3 weitere Patres belastet, wobei die näheren Umstände und die Zahl möglicher Geschädigter derzeit noch weitgehend unklar ist. Birnau ist ein richtiger Sonderfall mit ganz eigenen Fragestellungen. Das hat was mit der Geschichte der Birnau zu tun, das hat mit der rechtlichen Situation von Birnau zu tun. Ich möchte so konzentriert hier zusammenfassen, wenn da noch Fragen sind, können Sie die gerne nachher noch stellen und kann dann ein bisschen was mehr dazu sagen. Es geht in diesem Fall oft um die uns praktisch immer wiederholt gestellte Frage, wer war denn eigentlich zuständig, wer hatte die Disziplinargewalt über jemand, der als Pater der Abtei dort in der Birnau aufgetreten ist. War das nun der Abt im Hintergrund? Mehrerau ist das Stichwort, also in Österreich. Oder aber war das hier der Erzbischof in Freiburg? Weil diese Frage so unterschiedlich bislang erkennbar aus den Akten von verschiedenen Kirchenrechtlern beantwortet wurde. Der eine sagte, das ist rein der Abt, der da zuständig ist. Der nächste sagt, stimmt gar nicht. Es ist der Erzbischof, der zuständig ist. So muss man sich das vorstellen. Geht es quer durch die Akten durch und dann haben wir gesagt, so, und jetzt möchten wir einfach nochmal einen Versuch unternehmen und einen nicht in der, sage ich jetzt mal, Behörde, also nicht hier im Haus tätigen, Kirchenrechtler zu Wort kommen zu lassen. Und unsere Arbeitsgruppe hat den Auftrag an einen externen Kirchenrechtler jetzt erteilt, diesen Fragenkomplex zu beurteilen. Damit wir auch für die Zukunft eine hoffentlich mal irgendwann einigermaßen sichere Grundlage dafür haben, wer nun auch tatsächlich dort die Disziplinargewalt ausübt. Und erst wenn wir das Gutachten haben, werden wir die weiteren Schritte überlegen, wie wir dort weitermachen in Birnau. Damit bin ich am Ende zunächst mal und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank Ihnen, Herr Dr. Wilbock. Ich kann mir vorstellen, dass es speziell dazu jetzt Fragen gibt. Die Sie jetzt gerade erwähnt haben, da sind sämtliche Pfarrer, die Hauptbelastenden sind alle tot. Ja. Das ist richtig verstanden? Okay. Auch Löffingen und Bühl. Weitere Nachfragen über die Arbeit der Arbeitsgruppe Aktenanalyse? Herr Hasenauer hier vorne. Ich habe das richtig verstanden. Sie versuchen erstmal wirklich jetzt in den Akten
Kontakten und auch durch Befragungen zu klären, was ist vor Ort passiert, wer ist direkt im Umfeld da zuständig, verantwortlich gewesen, wer hätte da vielleicht früher einschreiten, und erst dann ist die Frage nach der Letztverantwortung in der Bistumsleitung. Ja, genau. Wir sind dran, im Grunde genommen immer an dieser Linie, die uns ja vorgegeben ist durch die Aufgabenstellung, ja, zu gucken, wer hat was wann gewusst im Ordinariat und wer war zu diesem Zeitpunkt der Verantwortliche. Nicht? Und an dieser Linie arbeiten wir entlang. Das schließt natürlich damit auch ein, dass wir halt einfach auch die Betroffenen unter Umständen befragen müssen, weil es zum Beispiel Hinweise in den Akten gibt, die da lauten, ich habe ja mal mit dem Ordinariat telefoniert und damit hat es sich bei dem Hinweis, und dann möchte man natürlich, wenn man das gründlich macht, und diese Gründlichkeit hoffe ich, dass wir die wirklich auch bis zum Schluss so durchhalten können, und wir werden sie durchhalten. Ja, im Rahmen dieser gründlichen Prüfung möchten wir dann natürlich wissen, ja, wann war das, mit wem ist gesprochen worden, und manchmal kommt man in der Tat und nicht nur in Einzelfällen immer wieder zu überraschenden Ergebnissen, dass das dann bekannt ist. Und da muss man wieder weiterfragen, ja, warum gibt es darüber kein Vermerk in den Akten? Alles Fragen, die sich dort auftürmen. Das können Sie sich vorstellen. Die Rechercheakten, auch die wachsen in der Zwischenzeit zu einem ungeahnten Ausmaß an. Eine weitere Frage? Herr Ulrike Liskowski, Südwestrundfunk. Also Sie haben jetzt von diesem ungeahnten Ausmaß gesprochen und wie aufwendig das ist. Was denken Sie denn, wie lange das dauert? Die Frage ist wirklich eine sehr gute Frage, wenn ich das nur irgendwo einschätzen könnte. Also ich denke, wir müssen uns auch beschränken. Wir sind, glaube ich, gar nicht in der Lage, zumindest nicht in dieser Konstellation mit dieser geringen Personenanzahl in dieser Arbeitsgruppe drin, alle Fälle, die irgendwo mal bei uns von Wichtigkeit aufgeschlagen sind, zu begutachten. Das geht gar nicht. Wir werden uns auf wichtige Fälle begrenzen müssen, aber es werden garantiert mehr sein müssen als die, die wir jetzt in der Begutachtung drin haben. Warum? Weil wir natürlich auch einen guten, sagen wir mal, Querschnitt haben wollen von Verhaltensweisen von Verantwortlichen im Ordinariat, die möglicherweise deckungsgleich sind. Ja, dass wir also sehen können, genau in diesem Zeitraum ist so mehrfach gehandelt worden. Mehrfach vielleicht eben auch nicht richtig gehandelt worden. Aber das sind alles Dinge, die wir dann versuchen, so im Einzelnen anzusteuern. Und, ja. Nein, ein paar Jahre sicher nicht. Aber weil das wird man persönlich wahrscheinlich auch gar nicht durchhalten können, muss ich ganz offen sagen, weil das ist also ungeahnt. Aber ich glaube, der Kollege Schweizer wollte dazu auch noch was sagen. Ja. Also wir wollen es gründlich im Einzelfall bearbeiten. Und es wird, so glaube ich, in guter Sprachgebrauch deutlich ins neue Jahr gehen. Deutlich ins neue Jahr. Eine weitere Festlegung wäre vermessen, weil es ja ein gründlicher Abschluss sein soll. Vielen Dank. Frau Keck, ja. Wie beurteilen Sie denn als Oberstaatsanwalt AD die Absenz von Personalakten? Und dürfen Sie da überhaupt eine Meinung dazu haben? Und befragen Sie auch Menschen, die es wissen müssten, bis ins oberste Amt hinauf? Ja, als Oberstaatsanwalt kann man natürlich nur sagen, wenn Akten tatsächlich wirklich entzogen worden wären, ja, dann wäre das eine Urkundenunterdrückung. Eine ganz klare Geschichte. Ob solche Fälle und wenn ja, wie dann darauf jetzt von unserer Seite her zu reagieren sein wird, das müssen wir einfach im Moment noch offen lassen. Ja, wir haben in der Tat, es gibt Hinweise dazu, dass solche Akten tatsächlich aus dem Verkehr gezogen worden sind. Ein Abschluss darüber dann definitiv sagen zu können, ist das rein fahrlässig geschehen, war das ein ganz bewusstes Entfernen, das werde mir dann zu dem entsprechenden Zeitpunkt, wenn wir mit den Ermittlungen fertig sind und natürlich auch diejenigen, die dafür vielleicht verantwortlich sein können, auch dann dazu befragt haben. Herr Schweizer, ergänzt es? Ja, Aktenauswertung ist ja immer ein Spezialgebiet, auch bei uns bei der Kripo gewesen. Einfach zum Verständnis, Akten sollten ja normalerweise
nach den Seitenzahlen nummeriert werden, sprich paginiert, ne, nennt man das. Und diese Paginierung ist in den hier uns vorgelegten und beigezogenen Akten nicht vorhanden. Das heißt, eine fehlende Zuordnung von Akten oder eine spätere Entnahme ist dadurch nicht so einfach festzustellen. Das lässt sich lediglich aus Zusammenhänge mit anderem Schriftverkehr vermuten bzw. auch belegen. Naja, das ist sicherlich ein Sonderproblem, nicht? Wenn Akten zwar existieren, aber erkennbare Lücken vorhanden sind, die zum Teil über Jahre hinweg sein können. Und wenn das natürlich genau in den Zeitpunkt hineinfällt, wo sehr bedeutsam ist, warum? Weil dort Informationen gelaufen sein können, wird es natürlich problematisch. Und der Fall wird natürlich von uns dann besonders zu beachten sein. Ganz klarer Fall. Vielen Dank. Eine Ergänzung noch, Herr? Zur Klarstellung, als Folge von der MHG-Studie und jetzt auch den Anfängen Ihrer Arbeit sind die Personalakten in der Zwischenzeit paginiert worden, sodass das, was jetzt gerade eben geschildert worden ist, zumindest dann sehr stark auffallen würde, weil die Seitenzahlen fehlen. Richtig. Und vielleicht noch ergänzend dazu, ganz aktuell, dass auch Personalakten nicht mehr in den Lauf gegeben werden dürfen. Ja, das ist eine Anordnung des Generalvikars. Relativ neu, weiß nicht, sagen Sie es, wann es war, vor 3 Wochen oder so, irgendwas in der Größenordnung herausgegeben, damit einfach von vornherein klar ist, Personalakten können nur im Archiv eingesehen werden und sonst nirgends. Außer für Sie. Außer für uns, weil wir ja damit arbeiten müssen. Ja? Nur ich denke, wir werden dafür auch unseren Kopf hinhalten, nicht, wenn da was schief gehen würde. Klar. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Nachfragen? Auch zu anderen Themen, die wir heute schon behandelt hatten. Bitte schön. Also dass diese Struktur oder diese Schweigestruktur funktioniert hat, das liegt ja auch zum Teil an Priestern, die Tätern geholfen haben, die sie gedeckt haben. Gibt es zu diesen Helfern irgendwelche Zahlen? Und vor allem, welche Konsequenzen müssen diese Helfer erwarten? Gibt es da aus der Gruppe Erkenntnisse bereits? Ich denke, da jetzt Konsequenzen daraus zu ziehen, dürfte noch zu früh sein. Wir brauchen jetzt wirklich diese klare Analyse, um festzustellen, wer, wo, mit wem, mit welchem Hintergrund, wie agiert hat. Und daran nachher auch die Verantwortlichkeiten festzumachen. Und dann erst können wir die weiteren Konsequenzen ziehen. Solange wir das nicht klar haben, stochern wir irgendwo in der Beliebigkeit rum. Und ich denke, das kann es nachher auch nicht sein. Da brauchen wir wirklich jetzt die klare Analyse, um dementsprechend Konsequenzen ziehen zu können. Aber wenn die Verantwortlichkeiten klar sind, gehen wir davon aus, werden die Konsequenzen auch gezogen werden. Das können wir schon zusagen. Weitere Nachfragen? Der Altpapst Benedikt XVI. Hat ja im April war es, glaube ich, diesen Missbrauch so erklärt, dass auch das Klima der 68er mitverantwortlich oder mit dazu beigetragen hat. Vielleicht Sie, Herr Erzbischof, sehen Sie das auch so? Teilen Sie diese Ansicht? Und dann vielleicht auch, Sie beschäftigen sich ja hier mit vom Zeitraum 46 bis 2015. Da könnte man ja eigentlich diese Benedikt-These überprüfen. Stimmt es, ist nach 68, gab es so einen Anstieg oder nicht? Also hier wäre es mir persönlich wichtiger, mal zu differenzieren, was die gesamtgesellschaftliche Diskussion damals anlangt, wie auch das generell über Kirche hinaus gehandhabt wurde, mit welchem Verständnis man da damit umgegangen ist. Aber das allein, das ist die eine Diskussion. Und das andere ist natürlich konkret, was heißt es für uns als Diözese, als Kirchen, wo ist da für uns Handlungsbedarf? Und ich denke, das ist für mich momentan der springende Punkt. Ich werde die gesamtgesellschaftliche Diskussion da nicht auffangen können, will ich jetzt auch nicht interpretieren. Mir ist es wichtig, dass wir für unsere Erzdiözese Klarheit kriegen in diesen konkreten Fällen. Herr Haas und Professor Kurik, können das noch ergänzen? Also ich kann es rein von den Zahlen her jetzt nicht so bestätigen, weil es auch vorher Missbrauchsfälle gab, auch deutliche Zahlen vorher. Ich kann vielleicht eine ganz neue Zahl jetzt auch nochmal hier in den Raum stellen, die jetzt noch nicht mal in der Kommission kommuniziert wurde, aber die jetzt das nochmal unterstreicht. Also von den 190 Beschuldigten der MAG-Studie habe ich die
Zeiträume der Vorwürfe nochmal mir angeschaut. Bei 33 Fällen kann ich die Zeiträume nicht wirklich einschätzen. Die fallen also schon bei dieser Beurteilung raus. Da ist das Material, sind die Hinweise so dünn, dass ich es nicht zeitlich fixieren kann. Bei 115 ist das der Fall und die gehen durch. Aber interessant ist, wir haben allein 42 Fälle, also von den 190 Beschuldigten, die allein durch Vorwürfe in die MAG-Studie gekommen sind, die allein nur von 1946 zeitlich festzumachen sind. Das ist eine sehr hohe Zahl bei 190. Wir haben ja Fälle, das haben wir auch letztes Jahr in der Pressekonferenz gesagt, die reichen bis 1899 zurück, Beschuldigungen, weil wir alle Personalakten anschauen mussten von allen Klerikern, die irgendwann zwischen 1.1.1946 und 31. Dezember 2015 bei uns im Dienst waren oder Pensionäre waren. So kam das zustande. 42 Personen müsste ich praktisch rausnehmen, wenn ich die alten Zeiträume vor 46 rausstreichen würde. Der Hintergrund kann ich nur spekulieren, aber da war sicher noch keine 68er Revolution, mit Sicherheit, aber die gab es dort eben auch. Hintergrund vielleicht als Möglichkeit, warum dort eine Häufung ist. Wir haben viele Beschuldigungen, die in der zweiten Hälfte der 30er Jahre erhoben wurden und in der ersten Hälfte der 40er Jahre. Naja, wissen wir alle, das politische Regime damals, NS-Regime. Es hat so ein Geschmäckle. Vorwürfe gegen Priester. Ich kann natürlich nie ausschließen, dass nicht doch was dahinter ist. Aber dass da so viele Vorwürfe erhoben wurden, ist sehr auffällig. Auf jeden Fall spricht es nicht für die Theorie der 68er Richtung, aber es ist nochmal eine ganz andere Kiste. Aber ich möchte es hier der Transparenz wegen jetzt, weil die konkrete Nachfrage kam, auch nochmal erwähnen. Wir haben viel spätere Beschuldigung, die sich natürlich auch auf diesen Zeitraum beziehen, wo dann, aber das kann vielleicht auch Frau Musella, Herr Kuhreder noch mal ergänzen, wo vielleicht auf diese Problematik der Freizügigkeit Bezug genommen wird, die aber dann im Nachhinein auch als Missbrauch gesehen wurde. Ich kann das nur unterstützen, was eben gesagt worden ist. Sie müssen eines berücksichtigen, bei sexuellem Missbrauch, nicht nur in der Kirche, aber gerade auch in der Kirche, ist das Dunkelfeld enorm hoch. Ja, und es hängt von politischen Bewegungen ab, sage ich jetzt mal, ob Opfer sich mehr trauen, das öffentlich zu machen. Das hat nichts mit den Taten zu tun, sondern was damit, ob die bekannt werden. Es gibt in der Gerontologie eine Diskussion über Zu- und Abnahme sexueller Missbrauch von Frauen. Das hat zum weiten Bereich damit zu tun, dass die Frauenbewegung das Ganze offen macht, dass die Frauen sich eher trauen, Anzeige zu erstatten. Das hat aber nichts mit den tatsächlichen Missbräuchen zu tun, sondern das hat was mit Verschiebungen zwischen Hellfeld und Dunkelfeld zu tun. Und was Sie eben schon gesagt haben, für diese Theorie der 68er, also was spricht eigentlich dafür? Mir fällt da nichts ein, was ich sagen würde, das stimmt, ja. Herr Striebner? Ja, das hat sich damit beinahe erübrigt, um nochmals die Arbeitsweise der Kommission klarzustellen. Herr Kuri hat vorhin im Referat darauf hingewiesen, dass 1% der Männer im deutschsprachigen Raum eine Kernpädophilie zeigen. Das ist eine statistische Größe, ne? Aber man kann davon ausgehen, 1%, und dass bis heute aus humanwissenschaftlicher Perspektive nicht klar ist, wo das herkommt. Die Kommission wird sich sicherlich nicht mit solchen historischen und humanwissenschaftlich uninformierten Fantasien wie die des ehemaligen Papstes belasten. Weil wir ansonsten keinen Schritt weiterkommen. Der entscheidende Schritt muss sein, endlich auf dem Niveau gegenwärtiger Wissenschaften zu arbeiten. Und ich denke mal, dass genügend Expertise in der Kommission ist, die das zumindest in den Möglichkeiten, die die Erzdiözese im Moment hat, auch tun wird. Deshalb meine ich, diese Debatte sollte man tatsächlich abschließen, als nicht ganz ernstzunehmend. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Nachfragen? Rückfragen, Verständnisfragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich nochmal für Ihre Geduld, für das Engagement aller Beteiligten hier. Ich glaube, es ist klar geworden, wie komplex das Thema ist, aber auch wie systematisch und umfassend sich die Erzdiözese dieser Problematik annimmt. Ich kann Ihnen versprechen, wie es auch der Erzbischof schon getan hat, dass wir weiterhin transparent kommunizieren werden, was wir auf diesem Weg erreichen, auch was wir noch zu tun haben.
Ich hoffe, dass Ihnen dieser Einblick, dieser Werkstattblick etwas gebracht hat, dass Sie nun diese Thematik noch besser einordnen können. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Trinken Sie noch alles aus, was noch an Flüssigkeit hier zur Verfügung steht. Erst in einer Stunde werden die Höchsttemperaturen heute erreicht. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.